Ja, hallo, moin, willkommen zum dritten OB-Wahltalk der NWZ. Zum dritten Mal haben wir die Kandidaten um die Oberbürgermeisterwahl für die Stadt Oldenburg gebeten, uns Rede und Antwort zu stehen. Und selbstverständlich haben sie auch gerne zugesagt. Wir haben, wie in den vergangenen beiden Wahltalks, den heutigen Abend, späten Nachmittagabend, unter einen Ober- oder unter zwei Themenkomplexe gestellt, und zwar Familie und Betreuung sowie Freizeit und Leben. Mein Name ist Markus Minden, ich bin Leiter der Stadtredaktion hier bei der Nordwestzeitung, und mit mir zusammen moderiert die nächsten, naja, gut anderthalb Stunden, denke ich, meine Kollegin Chelsea Haß. Genau, und wir möchten den Kandidaten, den fünf Anwesenden, auch gerne die Chance geben, sich nochmal persönlich vorzustellen. Vielleicht beginnen wir heute mit Herrn Stille. Das volle Programm wieder mit Panzergrenadier und das. Sie haben eine gute Minute, kurze Vorstellung, was Sie loswerden wollen, auch immer. Michael Stille, ehemaliger Finanzberater, deutscher Meister der Finanzberatung, 22 Jahre Privatier, und ich wäre bereit, nach 10 Jahren Vorbereitung auf das Oberbürgermeisteramt dieses Amt zu übernehmen, weil ich glaube, ich kann Menschen verbinden, die Stadt in die Zukunft führen, sie klimaneutral machen. Ich habe große Unterstützer, bin offline, lehne das Internet indirekt ab und würde mich freuen, wenn die Nichtwähler endlich zur Wahl gehen. Sie haben es versprochen und mich zum OB machen. Wir würden weltberühmt werden, wenn ich die Wahl gewinnen würde. Es wäre so, als würde der VfL und VfB Oldenburg nächstes Jahr Bundesliga spielen. Das wäre ein Traum. Die Wähler kennen mich von hinten. Also ich werde von hinten angesprochen, wo die sagen: Mensch, da bist du, wir haben dich gewählt. Das wäre ein Traum, aber wir haben eine freie, geheime Wahl. Und wenn ich nicht 10.000 Stimmen bekomme, wäre ich sehr enttäuscht. Ich fordere das Volk auf, einfach zur Wahl zu gehen und diesen Wahlschein nicht verfallen zu lassen. Dankeschön. Ja, danke Ihnen. Dass der VfB Meister wird, ist zu 100% ausgeschlossen. Alles andere wird In dann der öffentlich. Regionalliga, Herr Minden, ist Ah das ja, aber möglich? haben Sie nicht Deutscher Meister gesagt oder haben Sie Meister? Das ist natürlich in meiner Amtsperiode. Man steigt zwei, dreimal Warten auf wir es und mal ab. ratzfatz ist man in der Bundesliga. Aber das Stadion wird vorher gebaut. Aber es ist ein anderes Thema. Da kommen wir heute noch zu Ja. dem Thema, sicherlich, weil das gehört zum Thema Freizeit und Leben auch dazu. Herr Sander, sportbegeistert sind Sie auch, das weiß ich. Sie sind der Nächste. Stellen Sie sich bitte kurz Ja, vor. Andreas Sander, 57 Jahre in Oldenburg, 57 Jahre alt. Und Handballer ist TVDH gewesen, Jahre in Oberliga, arbeite selber noch im Jugendtraining, mache jahrelang schon fast 20 Jahre Ehrenämter, bin Vorsitzender eines Vereins und glaube, dass mein Netzwerk alle möglichen Leute zusammenführen kann aus jeder Klientel, parteiunabhängig in diesem ganzen Bereich. Und ich denke, wir müssen viele Aufgaben lösen, schnellstmöglich. Und das kommt aus meinem betrieblichen Bereich, dass wir eigentlich schnelle Entscheidungen treffen, Teamwork und so weiter. Ich denke, ja, ich gebe schon mal weiter, damit wir andere Themen durchsprechen können. Ja, Ulrich Gartmann, seit 20 Jahren in Oldenburg. Oldenburg ist meine neue Heimat geworden. Ich habe hier viele Freunde getroffen, kennengelernt und auch meine Partnerin, mit der ich zusammenlebe, in Harentor, und unserem Hund Paula. Ich bin hier 17,5 Jahre Geschäftsführer der Nordwestzeitung gewesen. Vorher war ich in geschäftsführenden Positionen in Berlin und in Hamburg. Und ich trete an, weil ich der Überzeugung bin, dass Oldenburg in den letzten Jahren unter Wert regiert worden ist, dass Oldenburg mehr kann. Dafür möchte ich sorgen, zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit der Verwaltung und dem Rat. Und ich habe ja auch schon vieles bekannt gegeben, was ich ändern und veranlassen möchte, und bin ganz gespannt auf die heutige Diskussion. Danke sehr. Unter Wert regiert, Herr Krogmann, kann darauf. Ich werde mich zunächst auch mal vorstellen, So sollten Sie, so sollten Sie. Liebe Oldenburger, bevor ich dann später im Gespräch darauf eingehe. Mein Name ist Jürgen Krogmann. Ich bin 57 Jahre alt und seit 2014 im Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Oldenburg. Ich freue mich besonders auf die heutige Diskussion, weil es geht zum einen um Bildung und Betreuung, ein absoluter Schwerpunkt meiner bisherigen Amtszeit, aber sicherlich auch eine große Herausforderung für die Zukunft. Nur mal eine Zahl: Wir haben in den letzten 6 Jahren 160 Millionen Euro in unsere Kitas und in unsere Schulen gesteckt, in Ganztagsschulen, Ausbau der Kita- und Krippenbetreuung. Und wir werden sicherlich auf diesem Kurs auch konsequent weitermachen. Zugleich geht es ja heute um Familien, aber auch um Freizeit, um Lebensqualität. Und da wird es darauf ankommen, in den nächsten Jahren
gerade nach der Corona-Pandemie, nach den vielen Einschränkungen, die wir hatten, dass wieder Leben in die Stadt kommt. Wir haben damit angefangen, mit dem Innenstadt-Sofort-Programm, aber auch mit vielen Investitionen, unter anderem im Sport zum Beispiel, aber auch in die Kultur. Und das gilt es konsequent fortzusetzen. Ich freue mich auf die Diskussion. Herr Fuhrhoff, Sie beenden die erste Runde. Ja, Daniel Fuhrhoff ist mein Name und ich bin parteilos, aber von den Grünen nominiert. Und ich will unsere Stadt grüner, also klimagerechter machen. Und das verbinden damit, dass unsere Stadt noch lebenswerter wird. Ich habe als Architekturverleger in ganz Deutschland und darüber hinaus nachhaltige Städte kennengelernt mit tollen Radwegen. Und ich will, dass wir das auch in Oldenburg machen und sogar noch besser. Und ich habe als Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Oldenburg mich beschäftigt damit, wie man Wohnen sozialer machen kann. Und auch das will ich hier umsetzen. Das heißt, ich stehe dafür, dass wir endlich den Wandel einleiten zum Klimaschutz, zum konsequenten Klimaschutz, der überfällig ist, aber auf eine Art und Weise, die sozial ausgewogen ist, wirtschaftlich vernünftig und die zu Oldenburg passt. Ja, danke für die erste Runde. 6 Minuten, perfekt, 5 Kandidaten. Wer die ersten beiden Talks gesehen hat, unsere Berichterstattung verfolgt hat oder auch den Wahlkampf in Oldenburg verfolgt, vermisst vielleicht Jonas Höpken. Der kann krankheitsbedingt leider nicht an dieser Runde teilnehmen. Kommen wir zum ersten Themenkomplex, Familie, Betreuung. Ich möchte gleich Sie, Herr Krogmann, auch bitten oder zum Anfang gleich ansprechen. Wir haben heute auf unserer Titelseite eine Statistik auch zitiert. Da geht es um die Betreuungssituation in Deutschland, vornehmlich auch im Nordwesten, in Niedersachsen. Die Ganztagsbetreuungsquote der unter Dreijährigen liegt demnach bei 18%, der 3- bis 6-Jährigen bei 47%. In Osnabrück sind es ganz grob über den Daumen gepeilt fast doppelt so viel, nämlich 27% bei den unter Dreijährigen, 74% bei den 3- bis 6-Jährigen. Dennoch, sagen Sie mal, Oldenburg hat kein Problem mit Betreuungsplätzen. Hat genügend? Also ich habe mitnichten gesagt, dass Oldenburg oder die Oldenburgerinnen, Oldenburger, die darauf angewiesen sind, kein Problem haben mit der Kinderbetreuung, sondern ist es so, dass wir einen Ganztagsrechtsanspruch, einen Kinderkrippenrechtsanspruch umsetzen mussten. Und das war natürlich das Hauptaugenmerk. Darauf haben wir in den letzten Jahren unsere Investitionen gerichtet. Und darauf richtet sich auch diese große Zahl, die ich eben genannt habe, eine Vielzahl von neuen Einrichtungen, die an den Start gegangen sind. Ich weiß sehr wohl aus vielen oft sind es Bürgerinnengespräche. Ich würde mich freuen, wenn noch mehr Männer auf mich zukämen und über die Kinderbetreuung sprechen würden. Das ist leider noch nicht so der Fall. Aber natürlich ist oft die Situation, dass man nicht genau die Einrichtung an dem Ort bekommt oder auch in dem zeitlichen Rahmen, den man gerne hätte. Und da müssen wir sicherlich noch das Angebot verbessern. Aber insgesamt, nehmen Sie mal zum Beispiel, als der Rechtsanspruch beschlossen wurde, ist man davon ausgegangen, dass für 35% der Kinder ein Krippenplatz gebraucht wird. Wir haben inzwischen über 60%, die wir anbieten. Das heißt, der Bedarf ist gewaltig mitgewachsen und da laufen wir jetzt hinterher. Aber das, finde ich, machen wir eigentlich mit einem guten Tempo. Allerdings nichts, was nicht noch besser sein könnte. Sie haben das gerade schon angesprochen, dass man dann öfter mal Kita-Plätze bekommt, die im anderen Stadtteil sind. Es gibt ja dieses Kita-Anmeldeportal der Stadt. Da ist auch immer wieder die Diskussion darüber, dass Eltern lange auf dem Platz warten müssen für ihre Kinder. Wie kann man da noch an den Stellschrauben ein bisschen arbeiten? Zudem gibt es ja auch noch die Problematik, dass dann vielleicht Nachmittagsplätze da sind, obwohl Vormittagsplätze gebraucht sind. Natürlich haben wir nicht immer das passgenaue Angebot. Ich habe davon gesprochen. Und das hat natürlich auch was mit der Begrenztheit der Plätze zu tun. Aber auch das bauen wir aus. Aber letztlich ist es so, wir werden nicht für jeden, zumindest nicht in kurzer Zeit, für jeden von morgens bis abends einen Ganztagsplatz anbieten können. Ich habe mal gehört, dass über 1000 Kinder in Oldenburg mehr als 8 Stunden in der Kita oder in der Krippe sind. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, als ich das gehört habe, habe ich ein bisschen geschluckt, weil das natürlich auch eine sehr lange Zeit ist. Wir hatten jetzt erstmal diesen Rechtsanspruch umzusetzen und da sind wir in der Region führend, hat Ihre Zeitung ja auch rausgeführt. Osnabrücker Zahlen, da bin ich mal ein bisschen vorsichtig, bevor ich die nicht selber geprüft habe. Aber die nehmen wir natürlich auch gerne noch mal mit, um uns zu hinterfragen. Noch eine kurze Nachfrage, vielleicht auch in die Runde. Gibt es Ihrer Meinung nach die Notwendigkeit einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung oder müssen die Betreuungszeiten noch weiter ausgeweitet werden aufgrund von Eltern, die berufstätig sind, in Schichten arbeiten vielleicht? Herr Krogmann, vielleicht wollen Sie da direkt darauf antworten erstmal? Dann geben.
natürlich, ich hatte jetzt mich darauf eingestellt, Entschuldigung. Dass die anderen auch mal natürlich sprechen dürfen. Dürfen Sie dann darf noch. Ja. Ich habe es gesagt, es geht immer darum, ein vorhandenes Angebot auszubauen und auch zu optimieren. Ich möchte noch mal auf einen Umstand hinweisen, der uns sehr beschäftigt, auch andere Träger. Das ist die Fachkräftesituation. Wir haben im Moment schon große Schwierigkeiten, alle Träger die Stellen entsprechend zu besetzen. Deshalb muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man da Hoffnung macht, dass man da noch wahnsinnige Aufwüchse hat. Aber trotzdem, das Ziel ist es, wirklich die Kinderbetreuung so zu optimieren, dass Familie und Beruf optimal für Eltern zu vereinbaren sind. Und daran arbeiten wir weiter. Ohne jetzt schon gleich perfekt zu sein, aber ich weise noch mal auf diese gewaltige Strecke hin, die wir in den letzten Jahren gegangen sind. Mhm. Herr Vorhaupt wollte, glaube ich, was sagen gerne. Ja, ich möchte es erstmal positiv unterstützen. Also ich denke, das ist sinnvoll, was passiert ist, dieser Ausbau der Kita-Plätze. Und wenn ich Oberbürgermeister werden sollte, dann würde ich das so fortführen. Ja, dann ist der Bedarf gewachsen, stärker als das vorher abzusehen war. Und ich denke, dass das auch bei anderen sozialen Programmen passieren kann. Also wir haben letztes Mal über die Vorschläge gesprochen, die Konzepte beim sozialen Wohnen, wo ich sage, lasst uns älteren Menschen ermöglichen, dass sie, wenn sie das möchten, eine jüngere Person bei sich ins Haus nehmen, also die da den Garten machen und ähnlich zusammenwohnen. Wenn wir solche Angebote schaffen, werden wir auch feststellen, dass Menschen, die das wollen, dieses Angebot nutzen und dass dann, wenn sich das rumspricht, man noch wieder nachrüsten muss. Und das ist ein ganz normaler Prozess, wenn man Angebote schafft. Und in dem Sinne, denke ich, kann man nur das tun, was angemessen ist und das, was begonnen ist, fortsetzen oder andere gute Konzepte beginnen. Ich glaube, wir brauchen eine Durchmischung. Um die Nutzbarkeit oder diese Nutzung von solchen Angeboten haben wir letztes Mal ja schon gesprochen, auch sehr, sehr unterschiedlicher Meinung, ob dieses generationenübergreifende Wohnen an dieser Stelle auch ein Problem lösen kann. Ich möchte gerne mal auch die Seite wechseln. Ich fange mal mit Herrn Sander an, dann kommt der Gartner an der Stelle. Wie sehen Sie das Problem vielleicht auch? Sie sagen, Sie sind ja auch Trainer. Sie haben auch viel Kontakt zu Familien mit Kindern. Wie sehen Sie das Problem der Betreuung? Also wir haben zahlenmäßig für die Kinderbetreuung jetzt in Oldenburg haben wir faktisch so Gruppen 4.500 Kinder im Bereich bis 3 Jahre. Dann haben wir die Gruppe bis 6 Jahre auch mit 4.500 aus den Daten. Wir haben aber vermeintlich, weil wir gar nicht mehr so viele Familien hier in Oldenburg haben und eine abwachsende Zahl haben, haben wir eine Entwicklung, die eigentlich abnimmt. Das Problem, was Herr Krugmann beschrieben hat, ist natürlich genau richtig. Wir haben Stadtteile irgendwo neu gegründet, haben dort aber Neubauten, da sind die Familien rausgegangen, die aber gar keine Kitas haben oder keine Kindergartenplätze und so weiter. Und ich möchte das am Szenario Hahn-Tor, wo Herr Gartmann ja auch herkommt, darstellen in dem Kindergarten im Bereich Hahn-Tor. Da sagt mir die Kindergartenleiterin, ja, eigentlich im Internet vor einem Jahr auf dieser Plattform waren noch 400 gesuchte Plätze, wo Leute was suchen. Jetzt in diesem Jahr nur noch 100. Das heißt, abnehmende Tendenz, weil mehrere Plätze da sind, mehr Kindergärten und so weiter. Aber sie sagt, das Phänomen der Rumreiserei, die Eltern fahren die Kinder von einer Seite der Stadt zur anderen, weil dort Arbeitsplatz ist und weil sie dort die Kinder abgeben können und so weiter. Also wir haben überall Neubaugebiete platziert, aber vielleicht nicht die richtige Menge an Plätzen. Und das weitere Szenario, was wir für Hahn-Tor jetzt haben, da war ich ganz erschrocken, ist das Weiterführende in der Schule, dass wir an der Hahn-Tor-Schule zweizügig fahren, in diesem Jahr ab dem 1. oder 2. September, nur mit jeweils 14 Schülern. Da stellt man sich die Frage, wo sind die Kinder geblieben? Ja, vor 20 Jahren oder vor 40 Jahren waren in diesen Klassen noch 30 Schüler. Das heißt, unser Stadtteil altert eigentlich, weil die Leute nicht die Möglichkeit haben, dort irgendwas zu erwerben. Und dort greift eins ins andere wieder. Bauen, gemeinsam leben, Familien und so weiter. Die Kindergartenleiterin sagt ganz klar, wir haben nicht mehr das Problem Petersfehn, Friedrichsfehn. Nein, die Eltern ziehen Bösel, Garrel, Ovelgönne. Also man zieht schon komplett aus der Stadt raus, noch weiter weg. Und wenn Sie alle die Zeitungen lesen, da reingucken, dann steht drin, neues Wohngebiet für Familien, Wadenburg, Wievelstede und so weiter. Die werden ja nicht aus der eigenen Bevölkerung dort aufgebaut, sondern die ganzen Leute ziehen dahin. Die setzen das nur rein und sagen 50 Bauplätze und die Bewerber kommen alle schon aus Oldenburg. Also Rastede ist schon kein Ziel mehr, sondern die anderen Sachen auch nicht mehr. Und die Kinderbetreuung findet dann vielleicht schon da vor Ort statt. Und wir werden hier, so hart wie es ist, also die Demografie letztendlich vorantreiben. Wir werden hier so ein Altersheim aufmachen in Oldenburg auf ganz hohem Niveau. Und das werden wir als Verein leider irgendwann spüren, weil uns die Mitglieder fehlen. Also andere Vereine haben jetzt schon Probleme und sagen, wir können diese Mannschaft nicht mehr befüllen. Wir sehen es aktuell, wir kriegen die aktuellen Meldungen. Da heißt es, wir haben keine E-Jugend mehr, das sind die 8- bis 10-Jährigen.
weil nicht mehr genug zusammenkommen. Und vor Jahren war die Stadt Oldenburg aus dem Sport für Handball. Das war ein Gebiet, wo alle hingefahren sind. Heute fahren wir mit unseren Mannschaften bis Norden, haben Lexen und Augustfehn. Also das ist mein Statement. Wir werden abwachsende Zahlen haben und schlecht organisiert sein. Und klimatisch ist natürlich der Super-GAU durch die Vielfahrerei und das Hin- und Herfahren der Kinder, ist das alles kontraproduktiv. Also Herr Gartmann, Kindergärten, die heute gebaut werden, sind dann künftig Seniorenheime, oder? Wenn ich das ein bisschen zusammenfasse, was Herr Sander gerade gesagt hat. Nein, jetzt es ist natürlich richtig, dass wir tatsächlich Abwanderung haben bei den jüngeren Familien, den jüngeren Menschen. Ich glaube, in den Kreisen 25 bis 35, in denen ich mich ja auch bewege, dank der Unterstützung durch die Junge Union, kennt jeder Familien, die aus Oldenburg weggegangen sind und ins Umland gezogen sind. Also der Trend ist da. Ich finde aber auch, dass man diesem Trend nicht einfach tatenlos zusehen sollte, sondern man muss versuchen, möglichst viele Angebote zu machen, um Familien davon zu überzeugen, dass es gut und richtig ist, in Oldenburg wohnen zu bleiben. Wir haben auf der einen Seite die Wohnungssituation, aber wir haben natürlich auf der anderen Seite auch die Frage, was machen wir mit den Kitas, was für Angebote haben wir da und was für Angebote haben wir bei den Grundschulen zum Beispiel im Ganztag. Der Oberbürgermeister hat damals vor 7 Jahren gesagt, am Ende seiner Amtszeit will er dafür gesorgt haben, dass alle Grundschulen mit einem Ganztagsangebot ausgestattet sind. Wir haben jetzt nach Ende seiner Amtszeit ungefähr die Hälfte geschafft. Das heißt, wir müssen das Ausbautempo für die Ganztagsbetreuung der Grundschulen müssen wir verdoppeln, damit wir in 5 bis 6 Jahren dann eben wirklich alle Grundschulen mit einem Ganztagsangebot ausgestattet haben. Das halte ich für enorm wichtig, denn um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern, müssen wir einfach beiden Elternteilen die Chance geben, sich beruflich zu verwirklichen. Lassen wir das Thema Ganztags an Schulen gleich noch mal gerne weiter diskutieren. Ja. Jetzt geht es aber noch mal erstmal um die Kindergartenbetreuung. Auch die Menschen, die wegziehen, ich verstehe diese Argumente ganz klar, aber wie hilft man den Menschen, die bleiben in Oldenburg und die immer noch einen Kindergartenplatz suchen oder lange zumindest auf einer Warteliste sind und halt den Vormittagsplatz, den sie dringend brauchen, weil sie halbtags vormittags arbeiten, nicht bekommen? Es geht ja dieses Kita-Programm. Und man kann ja der Berichterstattung der NWZ entnehmen, dass die Hälfte der Benutzer nicht so ganz zufrieden sind mit diesem Programm. Ich glaube, dass man da einfach noch besser noch nacharbeiten muss. So ein Thema, das ist ja noch ein paar Jahre erst alt, das kann man immer weiter verbessern. Man kann vor allen Dingen auch... Konkreter, also dass Sie ganz konkret sagen, wie... Naja, wenn 49% der Menschen, die sich dort anmelden, auf einer Warteliste stehen, dann muss man sich überlegen, was läuft bei diesem Programm falsch. Ja, wenn man, ist das Programm oder fehlen einfach... dann doch die Plätze? Das ist ja letztlich die Frage, die da steht. Also ich glaube, das ist beides. Wir haben natürlich in den letzten Jahren immer weiter Aufwachs gehabt von Plätzen. Diese Abstimmung bezieht sich natürlich auch auf einen Zustand, der auch ein bisschen in der Vergangenheit liegt. Wir bauen ja immer noch weiter Plätze auf. Also ich glaube, es hängt zum einen damit zusammen, dass Plätze vielleicht nicht überall da genau vorhanden sind, wo man sie braucht. Aber zum anderen kann man möglicherweise auch dieses Programm noch mal verbessern. Mhm. Vor allen Dingen auch dieser Rhythmus, den wir haben, dass wir quasi einmal im Jahr für das gesamte Jahr den Bedarf versuchen zu decken, ist meines Erachtens ein wenig dynamisch, also zu wenig dynamischer Prozess. Ne? Insofern glaube ich, kann man da noch eine Menge machen bei der Buchung und bei der Belegung dieser Kitas. Herr Stille, massiver Aus. Moment, Herr Stille ist auch enorm. Die Frage. Ich wollte Sie schon stellen, die Frage. Ja. Nein, Sie haben ja angefangen, jetzt sind Sie wieder dran. Wir machen das hier kunterbunt durcheinander. Wie gesagt, Sie sind ja auch viel unterwegs, Sie treffen Kinder sicherlich auch. Nein, die Eltern treffe ich. Genau. Wie ist Ihre Erfahrung und vor allem, wie kann man es besser machen, wenn was falsch ist? Berlin hatte ich letztes Mal zitiert, als ich hier war, ist eine Pleitestadt, die völlige Kita-Freiheit für alle Bürger dort garantiert. Es gibt dort aber auch Millionärsviertel, wo meine Schwester lebt in Steglitz, da ist der Migrantenanteil bei 0%. Ich würde Kita-Freiheit für alle Menschen hier machen, für alle Kinder, die unschuldig sind, und ich würde vor allen Dingen das komplett durchmischen, weil ich habe es ja von Herrn Sander schon erfahren, die fahren eh hin und her, man kann es ja kaum noch unterbinden, dann unter meiner Regentschaft mit Bus oder mit Bahn und mit Fahrrad, und dass man es durchmischt. Weil im Bürgerfelde gibt es einen Vorzeigekindergarten. Ich kenne da mehrere Personen, die ihre Kinder dort haben. In der Kennedy-Straße gibt es gar nichts. Ich würde es komplett durchmischen. Also komplett durchmischen. Das ist nicht richtig. Wisst. Dieses Objekt fahren Sie mal vorbei mit dem Fahrrad. Ich würde es komplett durchmischen und die Kita freistellen, komplett freistellen. Und ich würde auch Milliardäre oder Millionäre wie Herrn Freitag und andere auffordern, einfach mal diese Kita-Plätze frei ihrer Belegschaft zur Verfügung zu stellen. Und wenn ich hier lese, dass in Niedersachsen 24% der 3- bis 6-Jährigen
einen Kita-Platz haben. In Oldenburg 47,2, in Thüringen 73%. Da regiert ein Linker, Herr Ramelow. Ich bin kein Linker. Ich habe an Lafontaine noch gesprochen. Ich widerspreche ihm in vielen Punkten, aber die haben 73% Quote. Das ist doch auffällig. Und in Bayern, bei Herrn Söder 24%. Schlusslicht. Ne, Herr Krugmann, das ist alles. Also das ist Laptop und Lederhosen, Mittelalter, Bayern. So, wir sind auf dem Weg, aber ich würde es freistellen und die Kinder durchmischen. Meine Schwester lebt in Steglitz. Das sagen Sie schon. Sie würden es freistellen. Da sind 0,0% Migranten. Auch das sagen Sie schon. Ja, hatten wir schon. Ich wiederhole mich, ja, gerne. Damit Herr Sander, Sie ganz kurz zum Thema. Ja, muss jetzt Ihnen sagen, Ostdeutschland ist natürlich auch von der Grundidee schon so aufgebaut, dass die Kinder dort in diesen Tagesstätten sind. Die kommen aus einem ganz anderen Konzept. Aber nochmal zu diesem Portal. Also ich war ja im Kindergarten, habe mir das angeguckt und die Leiterin hat mir das gezeigt. Sie geht selber auf die Listen drauf, kann sehen, 100 Kinder suchen etwas und guckt dann aber, was ist in unserem Bereich. Die Eltern, die Kinder suchen ja nicht. Nein, die Eltern suchen für ihre Kinder, geht da drauf und sagt dann, oh, hier in der Nähe, in der So-und-so-Straße ist ein Kind. Und sie ruft die an, weil sie vom Gefüge sagt, Sozialgefüge, ich muss ja auch Kinder haben, die nach dem Kindergarten vielleicht ihre Freunde, die sie da schon treffen, im Alter bis 3, 6 und so weiter, auch mal wiedersehen wollen. Bei dem, was jetzt passiert ist, dass die Eltern sagen, oh, nachher noch mal wieder in die Richtung fahren, weil da der kleine Tom oder Tim ist, da haben wir gar keine Lust zu. Also dieses Verstreute ist natürlich ungünstig. Das heißt, man sollte natürlich die Stadtteile beleben und dort die Sachen bündeln. Und deswegen die Plattform, also ich habe das als super empfunden. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es sowas gibt und so schnell einsehbar ist. Also für die Stadt schon mal eigentlich ganz schön. Ich glaube, Herr Vorab wollte noch gerne was sagen. Ja, also was Sie auch in Ihrem letzten Wortbeitrag geschildert haben, Herr Sander, dieses Problem, dass wir einerseits Stadtteile haben, wo die sehr stark altern und wir dann die Infrastruktur, die Schulen nicht mehr ausnutzen. Da sind zu wenig Kinder. Und gleichzeitig bauen wir sehr groß am Fliegerhorst jetzt als prominentestes Beispiel und müssen dafür teures Geld dann halt immer auch wieder die Kitas und Schulen bauen. Das ist genau der Hintergrund, weshalb ich sage, lasst uns weniger den Wohnraum in diesen neuen Wohngebieten schaffen, sondern mehr schauen, was ist in diesen Stadtvierteln, wie das, was Sie gerade geschildert haben. Wie kriegen wir da Kinder hin? Und das ist genau eben, dass wir intensiver die vielen Eigentümerinnen beraten müssen, die halt da ein Haus haben, damit wir dort die Möglichkeit schaffen, dass dort, sagen wir mal, die eine Dame eben vielleicht in den Anbau zieht und vorne das Haupthaus freimacht für eine Familie oder eben sei es 6 Senioren tun sich da zusammen, wie wir den einen Fall hatten, und machen 6 Häuser frei. Ja, und das sorgt übrigens auch für dieses Soziale, was Sie jetzt gesagt haben, ja, dass die in der Kita schauen, na gut, wir wollen auch gerne Kinder mit unterschiedlichen Portemonnaie haben. Ja. Das klappt natürlich auch dann, wenn wir gezielt sagen, gerade auch im Eigentumsbereich, dass wir unterstützen durch begleitende Programme, dass sich Eigentümerinnen trauen, dann auch einzelne Wohnungen zu vermieten an Menschen, die, ja, sagen wir mal, sonst auf dem freien Wohnungsmarkt es schwer hatten. Wenn wir das als Stadt ermöglichen, so wie in Karlsruhe das geschieht, seit 15 Jahren mit Erfolg, dann schaffen wir also auch räumlich wieder eine größere Durchmischung. Herr Vorab, das ist doch gar nicht gewollt, dass der Kevin und der Mohammed aus der Kennedy-Straße in der Bürgerstraße in der Kita auftauchen. Das ist doch gar nicht gewollt. Das ist die Wahrheit. Herr Stille, Herr Vorab, Sie greifen oder sprechen immer wieder zu Ihrem Lieblingsthema. Wahnsinn. Natürlich hängt es auch irgendwo damit zusammen. Aber wir wollen jetzt mal beim Thema Kita-Betreuung bleiben. Ja, aber das ist ja genau das, was er geschildert hat. Die haben nicht mehr genug Kinder, woanders bauen wir neu. Und das ist ja genau der Hintergrund dieses Problems. Kann die Stadt sowas steuern? Ja. Ich fände jetzt sehr spannende Diskussion, wo Herr Gartmann teilnimmt. Der sagt, es muss noch viel schneller gehen mit dem Bauen. Und Herr Vorab sagt den Eltern dann, sorry, müssen wir ohne Bauen hinkriegen. Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, wenn Sie mal so ein Buch schreiben, dann müssen Sie sich dafür auch verhaften. Ja, aber ich habe das ja gerade geschildert, das haben Sie doch gehört, was ich gesagt habe, dass wir das mit weniger Neubau immer wieder und darauf mehr... Hinaus. Ich möchte das kurz überhaupt nicht darauf hinaus, jetzt, es sei denn, so, jetzt bin ich aber dran. Alles gut. Bitte. So. Ich wollte noch mal kurz auf Herrn Sander gehen. Herr Sander, diese Beobachtung mit der Umlandwanderung, die habe ich ja selber mit aufgebracht, auch anhand der Bevölkerungsprognose, die ist sicherlich richtig. Aber wir sind noch längst nicht in der Situation, dass wir sagen können, wir kriegen jetzt wir haben sozusagen ein Überangebot an Plätzen. Wir haben sicherlich ein Verteilungsthema, weil natürlich Eltern heute auch in sehr individuellen Lebenssituationen sind und dann auch ihre
Kinderbetreuung zu einer Zeit brauchen, die wiederum mit dem Betrieb einer Kita, die ja auch von morgens bis abends ihre Leute beschäftigen müssen, nicht immer so hundertprozentig kompatibel ist. Daraus ergeben sich viele Fragestellungen. Aber im Grundsatz und jetzt das Strategische kann doch nur sein, dass wir nach dem ersten, zweiten, dritten Ausbauprogramm, vierten, in dem wir, glaube ich, jetzt drin sind, wahrscheinlich auch noch ein fünftes brauchen. Wir haben also viel mehr jetzt Ausbauprogramm, als wir ursprünglich dachten, weil der Bedarf eben mitgewachsen ist. Und das wird sich auch nicht ändern. Und die Zahl der Kinder ist momentan absolut stabil auf einem guten und hohen Niveau, höher als noch vor einigen Jahren. Also von daher, das Thema Sportvereine, da kommen wir vielleicht noch zu. Das sehe ich genau wie Sie. Da sind aber noch andere gesellschaftliche Dinge am Rühren, dass möglicherweise man auch stärker wieder die Kinder und Jugend in die Sportvereine holen muss für bestimmte Sportarten. Also von daher, das wollte ich noch mal sagen, das sehe ich jetzt nicht als so ein Kernproblem an der Stelle. Ansonsten zu den anderen Themen kommen wir noch. Ich will das jetzt hier nicht ausreizen. Ja, wir sehen ja, das ist ein Thema, was auch uns in Leserfragen erreicht dann natürlich, auch nicht nur jetzt im Vorgriff dieser Veranstaltung, sondern immer wieder natürlich uns erreicht, dass Familien lange nach ihrem, ich sag mal, Wunschplatz zumindest dann suchen. Also wir nehmen mit, Plätze sind eigentlich da, aber nicht da, wo sie immer gebraucht werden. Da gibt es also durchaus noch Nachbesserungsbedarf. Also es gibt Wunschplätze und es gibt Menschen, die gar keinen Anspruch haben. Das ist doch absurd. Ne? Naja, viele Leute haben Wünsche und erfüllen sich ihren Traum und andere haben gar nichts. Ja, aber Anspruch, das ist doch immer das gleiche Thema. Anspruch gibt es ja zumindest einen Rechtsanspruch, ja. Der zumindest vom Grundsatz her erfüllt werden kann, auch in der Stadt Oldenburg natürlich. Genau. Auch erfüllt werden muss, also davon ganz abgesehen. Wir haben das Thema ganz... Ich wollte noch mal einmal ganz kurz, wir merken ja, welche Verflechtungen wir haben mit Bauen, also in allem Familie, was alles zusammenhängt. Aber das Entscheidende ist in Wirklichkeit nicht, dass die ältere Dame sagt, hinter mir ins Haus oder ich ziehe nach hinten in die Einliegerwohnung. Der Ablauf ist doch hier, ältere Leute gehen ins Altenheim. Die nächste Generation, eine 80-Jährige, 60 Jahre alt, hat selber wahrscheinlich schon was. Dann kommt der Verkauf, das haben wir letztes Mal schon angesprochen. Die Investition, die dort kommt vom Bauträger, die in dem Augenblick die Grundstücke einfach unerschwinglich machen für die normale Familie. Genau da ist der Ansatz. Es geht nicht darum, den Kindergarten neu zu bauen oder irgendwas, sondern da an den Orten, wo die anderen Häuser auch waren und wo ältere Leute auch leben, wäre es ja auch mal schön, wenn im Nebenhaus wieder eine Familie einzieht, die die Nachbarn auch kennt und Moin, Hallo sagt und sich auch mal vorstellt. Was passiert heute? Die Oma wohnt da nebenan oder Opa. Nebenan wird ein Sechser gebaut. Da gibt es kein Moin, Hallo. Da ist eine totale Entfremdung. Da ist kein gemeinsames Wohnen. Würde eine Familie mit Kindern wohnen, hätten wir gleich die Effekte. Das Kind könnte mal rübergehen, man kennt sich wieder. Und das ist in Oldenburg. Wir sind wirklich ja keine Megastadt, wir haben unsere 170.000 Einwohner und haben das eigentlich alles super im Griff. Nur, wir geben es außer Hand an Leute, an Spekulanten und so weiter. Tut mir ein bisschen leid für die Leute, die was verkaufen wollen. Aber man hält es dann vielleicht stabil in dem Augenblick. Und da müssen wir ansetzen. Und dann haben wir die Familien, die Kindergärten voll, die auch vorhanden sind und die Schulen auch wieder voll. Ja. Jetzt kommen wir wieder Richtung Bauen, Wohnen. Danke. Herr Krugmann, haben Sie Ihr Wahlversprechen nicht eingehalten, wie Herr Gartmann vorhin sagte, die Ganztagsschulen bis zum Ende Ihrer ersten Amtszeit? Herr Gartmann hat völlig zu Recht angesprochen, dass ich das als ein zentrales Ziel mir vorgenommen habe. Was sicherlich eine Herausforderung ist, als die Stadt Oldenburg mal dieses kooperative Ganztagsmodell, also dass die Stadt da praktisch als Träger irgendwie oder Träger sucht und dann bezahlt und nicht eben eine Schule des Landes, was ja auch möglich wäre. Damals ist man davon ausgegangen, dass der Umbau einer Schule 300.000 Euro kostet. Wir sind inzwischen bei 3,5, 4. Ich kann Ihnen jetzt sagen, ganz aktuell, wenn Sie es nicht weitererzählen, wir sind ja unter uns, dadurch, dass wir natürlich sehr viele Klimabeschlüsse jetzt gefasst haben, werden die Kosten auch für den Schulbau steigen. Wir werden also möglicherweise auch Schulen deutlich über 5 Millionen haben. Das heißt, auf der einen Seite ist es ein finanzielles Thema, ganz offen gesprochen. Aber viel mehr noch ist es ein Thema, ich kann nur eine bestimmte, und das ist natürlich auch eine Lernkurve, die man als neuer OB hatte, nur eine bestimmte Menge von Hochbau realisieren. Mehr geht nicht, weil der Betrieb, der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft hat ja auch noch andere Themen im Schulbau. Zum Beispiel die Umstellung von G8 auf G9, also die Bauprogramme für die Gymnasien und viele andere Themen. Von daher zugegeben, mir geht es manchmal auch zu langsam. Aber ich muss auch ein bisschen darauf Rücksicht nehmen, was eine Verwaltung leisten kann und was in einem städtischen Haushalt, den wir übrigens in den nächsten Tagen beraten müssen, also den muss ich dann auf jeden Fall anfangen zu beraten, egal was wir hier besprechen, wie das dann in einem städtischen Haushalt unterzubringen ist. Wie würden Sie die Bauverwaltung beschleunigen? Man muss stärkeren Fokus drauf legen,
sicherlich auch mehr Ressourcen drauflegen. Für mich ist ja die Frage nach Ganztagsbetreuung eine ganz essentielle Frage. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, das wir derzeit haben, dass wir ungefähr eine Schule im Jahr auf Ganztag umstellen, dann brauchen wir dafür noch 13 Jahre, bis wir fertig sind. Ich bin einfach der Meinung, wir können nicht so lange warten. Die Kinder, die heute in die Schule kommen, die werden davon nicht mehr profitieren und die nächsten auch nicht, in diesen Schulen, die es noch nicht haben. Und deswegen bin ich der Meinung, wir müssen gucken, wir müssen Prioritäten setzen, wir müssen einfach mehr Mittel freimachen dafür und müssen mehr Ressourcen draufsetzen. Weil das eins der ganz zentralen Themen ist, finde ich, die wir nicht so weiterlaufen lassen dürfen. Herr Sander, Sie als Sportvereinshersteller kommt danach. Ich wollte nur mal eben kurz eingrätschen. Herr Krugmann sagt es gerade, es gab ja auch Bemühungen, Institutionen mit in die Ganztagsbetreuung zu holen. Sportvereine bieten sich da ja nun mal exemplarisch an. Das passiert ja schon. Passiert schon, klar. Ja, ja. Aber könnte man das zum Beispiel noch forcieren? Sie sagten, auf der einen Seite fehlen Ihnen die Mitglieder, laufen Ihnen die Mitglieder weg. Auf der anderen Seite könnte man mehr Tempo bei der Ganztagsbetreuung brauchen. Wären die Sportvereine vielleicht zu noch mehr in der Lage? Nee, das ist genau der Knackepunkt. Also die Sportvereine verlieren eigentlich das Kind, was wir auf der Schulseite betreuen, wird kein Mitglied. Also wir verschieben gerade, früher war es so, dass man als 8-Jähriger oder 7-Jähriger um 15 Uhr beim Sport gewesen. Heute verschiebt sich alles nach hinten. Das heißt, unsere 8-Jährigen oder 10-Jährigen kommen erst um 17 Uhr, weil die Schule sich schon so verschoben hat. Das heißt, wir übernehmen Aufgaben für aus diesem Projekt Ganztagsschule. Da wird gesagt, oh, wo können wir das eigentlich unterbringen? Die Lehrer haben gar nicht so viel Zeit und Muße. Es werden Betreuer gesucht. Und die Vereine stellen sich zur Verfügung, kriegen auch natürlich einen Obolus, in Anführungsstrichen, für das Personal, was extra bereitgestellt werden müssen. Die größten Vereine Oldenburgs, BTB, OTB sind voll dabei, müssen aber auch genau kalkulieren und haben ganz neue Wege, die sie machen müssen. Aber es gibt keinen Mitgliederzuwachs ansatzweise, sondern nur Geld aus dieser Betreuungsaufgabe. Und Sinn und Zweck eines Vereins sind die Mitglieder und nicht Betreuungsaufgaben, die man von staatlicher Seite sozusagen verordnet hat wieder mal. Und dann mit der großen Frage, wie können wir es eigentlich leisten? Also sind wieder so Gesetze oder Dinge aufgerufen worden, wo wieder keiner überlegt hat, haben wir genug Personal und so weiter. Und dann werden halt die Lücken gesucht und gesagt, Mensch, der Sportverein ist ja sowieso nebenan, kann der nicht jetzt unsere Betreuung übernehmen? Und das sind halt die Aufgabenverteilung. Aber ganz so ist es nicht gewesen, Herr Sander. Der Stadtsportbund zum Beispiel ist sehr aktiv in diesem Bereich und versucht auch noch intensiver mit uns ins Gespräch zu kommen darüber, wie man den organisierten Sport und die Ganztagsschule, den Bildungsbereich miteinander verbinden kann. Da habe ich in Kürze noch Gespräche zu diesem Thema. Wir reden aber es ist jetzt nicht so. Entschuldigung, wir reden ja von die Frage, aber da, Entschuldigung, wenn ich Ihnen die Frage noch mal eben nicht ersparen kann am Ende. Was ist denn Ihre Konklusion jetzt daraus, Ihre Erkenntnis? Würden Sie sagen, dann müssen wir das mit dem Ganztag stoppen? Ja. Nein. Weil wir die Sportvereine gefährden. Wir müssen doch versuchen, diese beiden Themen miteinander zu verbinden. Natürlich, da bin ich bei Ihnen. Als Sportdezernent würde ich mir natürlich auch wünschen, dass dann am Ende auch noch mehr Engagement im Sportverein hängen bleibt. Der Stadtsportbund, egal wer da dran ist, Herr Poland und alle, die versuchen sich natürlich zu bemühen. Aber es ist eindeutig, unsere Zahlen wachsen nicht. Da kann man nachgucken. Wir werden jetzt die Abgänge haben, das hat jeder in der Zeitung gelesen, ganz bundesweit verlieren die Vereine Mitglieder. Das ist Fakt. Und wenn wir so ein Konzept jetzt auflegen, müsste man nicht sagen, wieso machen wir Ganztagsschule? Die Kinder, die vielleicht um 15 Uhr sowieso in einen Sportverein gegangen wären, könnten da ja auch so hingehen und sind auch Mitglied. Der Verein noch einmal lebt von den Mitgliedern. Und die Schüler, die vielleicht keinen Sportverein haben, nirgendwo anders hin können und so weiter, die können ja vielleicht in der Ganztagsschule verbleiben. Leider, würde ich sagen. Aber somit hätten wir die Sportvereine befüllt. Aber das ist keine Schule. Das ist keine Ganztagsschule. Das ist ein Hort, von dem Sie sprechen. Ja, aber das Ganztagsschule lebt davon, dass sozusagen die Schule ein Programm bis in den Nachmittag hinein organisiert, wo auch zum Beispiel Vereine dabei sein können. Die Ganztagsschule soll ja gar nicht aus meiner Sicht so leben. Wir erfinden irgendwas Neues und hauen andere Projekte kaputt. Das ist auch ganz einfach. Wir sehen anhand der Zahlen, wir kriegen keine Kinder dazu, wir müssen alles verschieben. Und Sie kennen selber die Misere, Hallenzeiten in Oldenburg, in Sporthallen, was passiert. Die paar, die da sind, müssen wir immer weiter komprimieren. Wenn uns am Nachmittag 2 Stunden fehlen, von 15 bis 17 Uhr, dann müssen wir alles nach hinten rausschieben, nur weil wir den Dienst leisten müssen für die Idee Ganztagsschule. Das ist genau der Punkt. Und in der Ganztagsschule, wenn 50% der Kinder weg könnten um 15 Uhr, weil sie irgendwo anders hingehen, dann hätte man nur 50% vielleicht in der Schule, die man betreuen müsste. So sehr es mich freut, danke. Dass heute wirklich, finde ich total klasse, dass so eine Diskussion untereinander hier entsteht. Das ist deutlich munterer noch als letztes. Eine neue Diskussion. Nein, aber ein Beitrag, wir sind alle ein Alter. Die anderen noch mal eben bitte rein. Ich bin 1963 geboren, wir sind, glaube ich, alle ein Alter, habe ich jetzt festgestellt. Ja. Der Krugmann ist wenige Monate jünger als ich.
Herr Gartmann ist so alt wie ich. Ja, Herr Stille, zum ich Thema Ganztag. Ich habe als Kind Stunden gebolzt. Ich hatte immer Einsen überall, aber ich habe 3, 4, 5 Stunden gebolzt auf dem Bolzplatz in Sulingen. Das ist vorbei, das gibt es nicht mehr. Der durchschnittliche Internetverweil eines deutschen Jugendlichen beträgt 60 bis 70 Stunden die Woche. Das ist der Grund, warum ich aus dem Internet ausgestiegen bin. Also 60 bis 70 Stunden. Und wie steigen Sie in die Ganztagsschulen jetzt ein? Ja, ich würd endlich mal die Bevölkerung befragen, ob das so weitergehen kann. Dass man vielleicht mal irgendwie 5, 6, 7 Stunden in der Woche Sport machen kann bei Herrn Sander. Und vielleicht mal in der Flötenstraße wohne ich. Da habe ich früher gerne gebolzt auf dem Ascheplatz. Der ist mit einem Kunstrasenplatz ausgestattet worden und 8 Meter Zäune gezogen worden. Da ist nur noch der FC Ohm steht und was. Ja, da hat man früher gebolzt, aber das war auch wenig schon. Aber in meiner Jugend, das können wir nicht mehr zurückdrehen. Ganz normal wie ein Straßenfußballer, Gerd Müller, Franz Beckenbauer und Co. Das ist vorbei. Die hängen 70 Stunden in der Woche vorm Internet. Ich treffe junge Damen, ich sage, wo sind denn die Typen? Die hängen vorm Internet. Das ist doch das Gut, Ende. Das werden wir in Oldenburg wahrscheinlich nicht lösen. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Aber das könnte ich mal angreifen und die Bevölkerung mal fragen, ob wir so weitermachen. Das kann man durch Angebote lösen. Herr Gartmann gleich. Erstes Herr Vorhaupt, der hat nämlich zu dem Thema noch gar nichts gesagt. Den möchte ich danach bitte Herrn Gartmann. Ja, man kann sich ja mal kurz fragen, warum Ganztagsschule? Ja? Warum bauen wir die aus? Natürlich als Angebot, nicht als Selbstzweck, sondern weil es einerseits um die Kinder geht, um die Jugendlichen, die dorthin gehen und um die Eltern, die gerne eine verlässliche Betreuung hätten. Das ist der Grundzweck, da geht es um die Menschen. Also sollten wir das auch weiter ausbauen, wie das in den letzten Jahren ja auch geschehen ist. Und dann ist natürlich die Frage, wie wir es umsetzen. Und klar gehört dann auch der Sport dazu. Deshalb gibt es diese Kooperation mit den Vereinen und deswegen sollten wir die auch fortführen. Und das ist ja nicht etwas, was allein jetzt, wie Sie es ein bisschen dargestellt haben, zu Lasten der Vereine geht, sondern es bietet ja auch die Chance für die Vereine, natürlich, auf diese Art und Weise viele Kinder, alle Kinder zu erreichen. Also da wäre es völlig das Falsche, da jetzt eine Trennung einzubauen und zu sagen, die einen gehen in den Verein und die anderen mal schauen, was die dann machen. Nein, gerade beim Sport ist doch das Verbindende das Wichtige und in der Ganztagsschule ist auch das Verbindende das Wichtige. Und von daher sollten wir weiterhin, und das können wir auch, daran arbeiten, dass beides möglich ist, diese Ganztagsschulen und Sport, sei es erstmal durch Vereine oder in Vereinen. Es klingt alles super. Ich habe das auch so in dem Gespräch mit dem Stadtsportbund so gehört, dass man das sich wünscht, dass die Vereine in die Ganztagsschulen gehen und dort dann auch dafür werben, dass Schülerinnen und Schüler in Leistungskursen zum Beispiel Übungsleiterkurse, Zertifikate und sowas machen. Wenn man aber mit den Vereinen selber spricht, dann sagen die, naja, das ist für uns ein Riesenproblem mit diesem Auftrag, denn wir haben selber ja eigentlich gar nicht genug Übungsleiter, um sie in den Schulen abzustellen. Und in der Tat ist es so, dass sich herausgestellt hat, dass die Schülerinnen und Schüler dann nicht deswegen in die Vereine gehen, sondern sie nehmen das Angebot dann vor Ort wahr. Und das ist es dann. Das heißt, die Vereine haben in der Tat ein Riesenproblem mit dem Nachwuchs. Wir haben in Corona-Zeiten die übliche Fluktuation, die Negativfluktuation. Die Vereine waren aber nicht in der Lage, in Corona-Zeiten für den entsprechenden Nachwuchs zu sorgen. Das heißt also, der klassische Wechsel, 10% Vereinsmitglied ausscheiden, 10% Vereinsmitglied Zuwachs, hat in Corona-Zeiten nicht funktioniert. Das heißt, die Vereine selber sind auch gerade sehr auf Kante genäht. Und ich bin der Auffassung, dass diese Idee, so schön sie klingt, derzeit noch nicht so hundertprozentig funktioniert. Ich glaube, da muss man noch nachbessern und schauen, wo das Problem liegt, dass wir das nicht so in den Griff kriegen. Ja, wenn wir jetzt schon mal beim Thema Schule sind, dann vielleicht noch mal zu einem aktuellen Thema. Die Schule beginnt jetzt wieder nach den Sommerferien. Und die Luftreinigungsgeräte sind noch nicht da. Da ist jetzt die Frage. Die hat ja Herr Gartmann scheinbar installiert in Oldenburg. Also das habe ich heute gelesen, wo ich denke, ist das alles wahr, Herr Gartmann? Ich habe sie nicht installiert. Bin ich ein bisschen erschrocken, sage ich ganz ehrlich. Ja, ich sag's ja nur. Ja, wir bleiben bei der Moderation. Ja. Die Frage danach, vielleicht die NWZ gesponsert oder ich weiß es nicht. Also irgendwas läuft da schief. Genau, das ist jetzt die Frage danach, warum Sie nicht da sind. Also, Sie gucken mich dabei an. Ja. Ja. Sie sind die Einzige, der entscheiden bisher. Ist ja alles transparent. Das wissen Sie auch, das hat auch in der Nordwestzeitung gestanden, wie die Beschlusswege sind. Wenn man im öffentlichen Bereich Dinge beschafft, die einen Millionenwert haben, dann geht das nur mit einer europaweiten Ausschreibung. Die muss sorgfältig vorbereitet werden, damit nicht mögliche Konkurrenten später uns noch von Kadi ziehen. Das ist leider Realität im Vergaberecht, das ist nicht zu ändern. Absolut. Ich möchte aber jetzt einem Eindruck entgegentreten. Natürlich ist das, und deshalb haben wir uns auch dazu entschieden, eine mögliche und vielleicht auch sinnvolle Ergänzung des Hygiene- und Lüftungskonzeptes mit solchen mobilen Einheiten da zu arbeiten, wo wir diese festen, wir haben ja auch Schulen, wo feste Lüftungen mit Filtern schon da sind. Und das machen wir auch. Aber das ist nicht der Stein der Weisen, um das Thema Pandemie in diesem Herbst
in den Griff zu kriegen. Also ich möchte noch mal ganz klar sagen, der Königsweg, der entscheidende Weg ist nach wie vor, dass sich die 30-35%, die sich bislang nicht haben impfen lassen, dass die Möglichkeit wahrnehmen, sich impfen zu lassen. Und dass wir jetzt bitte nicht so tun, als wenn die Frage, ob wir da so ein paar Kisten reinstellen oder nicht, entscheidend ist, ob wir gut durch den Winter kommen. Entscheidend ist, dass geimpft wird, dass die Leute sich impfen lassen. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht, den Kindern wirklich dauerhaft zu ersparen, nochmal diesen gleichen Mist nochmal zu erleben, den sie jetzt wirklich hinter sich hatten. Das ist mir wirklich sehr wichtig. Wir haben die Dinger, die Beschaffung auf den Weg gebracht. Ich glaube auch, dass das insbesondere auch für das auch subjektive Sicherheitsgefühl in Schulen nochmal ein wichtiges Instrument ist. Aber das ist bitte nicht der Stein der Weisen, ob wir die Pandemie in den Griff bekommen. Da wird es ums Impfen gehen. Ich finde gut, wenn ich das ganz kurz noch eben sagen kann, ich sehe manches auch kritisch in den letzten 12 Monaten aus dem Kultusministerium, obwohl ich ja auch die Herrschaften da kenne. Aber ich finde es wirklich gut, dass man jetzt gesagt hat, nach der Sommerpause, jetzt mit den Reiserückkehrern, ganz engmaschig durch Testungen und Maskenpflicht und so weiter, auch wenn es unangenehm und nervig ist, verstehe ich alles. Aber jetzt wirklich da nochmal so eine Sicherheitsschiene einzuführen. Ich rechne jetzt auch in den nächsten Tagen mit Schulbeginn auch mit steigenden Zahlen. Die Tests werden das bringen. Und dann werden wir sehen müssen, ob wir das mit diesen Maßnahmen in den Griff bekommen. Die Lüftungen werden zur Heizungssaison, die hoffentlich dieses Jahr nicht so früh beginnt. Nicht, dass wir schon Frost im September haben, das wäre unangenehm, aber dass wir sie wirklich dann haben, wenn es auch draußen so kalt ist, dass man vielleicht nicht die ganze Zeit die Fenster aufstehen lassen kann, sondern nur zu den Lüftungspausen. Herr Gabmann, Sie sind ja auch durch Veranstaltungen, durch Gespräche mit Experten, die eine vollkommen andere Meinung vertreten, zu anderen Ergebnissen gekommen, auch schon relativ früh. Sie fordern schon lange die Anschaffung und Einbau oder erstmal die Anschaffung von mobilen Luftfiltergeräten, aber auch möglicherweise den Einbau von stationären Anlagen, was sicherlich kostenspieliger und aufwendiger ist. Stimmt das, was Herr Krogmann gesagt hat? Natürlich stimme ich Herrn Krogmann dahingehend zu, dass Lüftungsanlagen alleine nicht uns vor Corona schützen. Sie sind ein Bestandteil eines allgemeinen Sicherheitskonzeptes. Ich bin ja der Auffassung, dass man angesichts einer Pandemie oder eines ansteckenden Virus wie Corona sämtliche Möglichkeiten ausschöpfen muss, die man hat, um die Gefahr möglichst klein zu halten. Und das heißt also natürlich Masken, natürlich Abstand, natürlich die üblichen AHA-Regeln, aber eben auch alles tun, um die Luft sauber zu bekommen. Und dafür sind eben die Luftreiniger das probate Mittel. Und das weiß man schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und schon seit sehr, sehr langer Zeit mache ich mich deswegen dafür stark, dass wir das machen. Und es hat Monate und Monate gedauert an Diskussionen, an Hinhalten und an Nichtentscheiden. Und jetzt sind wir in Verdrückung. Jetzt haben wir die Teile nicht zum Schulstart. Wenn wir schneller agiert hätten, entschlossener agiert hätten, konsequenter agiert hätten, dann hätten wir heute schon die Schulen ausgestattet mit mobilen Luftreinigern. Übrigens wahrscheinlich nicht nur die Grundschulen, auch die Kitas und auch weiterführende Schulen. Und das ist ein Problem, finde ich, dass wir in Zeiten von Corona, wo wir sagen, wir haben einen Notstand, wir haben ein richtiges großes Problem, einfach zu zögerlich agieren, zu wenig entschlossen agieren. Und die Luftfilter oder die Luftreinigungsanlagen sind ein Beispiel dafür. Ich bin sehr froh, dass die jetzt kommen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sie auch bald für Kitas kämen, weil dort diese klassischen AHA-Regeln noch viel, viel schlechter umzusetzen sind als in Grundschulen. Und die Kinder auch auf absehbare Zeit nicht geimpft werden können, genauso wie die Grundschülerinnen und Grundschüler. Und kann nur hoffen, dass das bald passiert. Und wenn ich die Gelegenheit bekomme, das selber voranzutreiben, werde ich das auf jeden Fall tun. Über Ausschreibungsregeln würden Sie sich auch nicht hinwegsetzen können, Herr Sander. Aber es gibt so ein Ding, also von Aussage her, immer Gesundheitsschutz, ne, geht immer vorrangig vor irgendwelchen anderen Dingen. Wir reden wirklich von der Pandemie, Einstellungen hin und her, aber die Ärmsten in der ganzen Geschichte sind wirklich nachher die Kinder gewesen, die eigentlich nie Thema im letzten Jahr waren, die auch heute in der Gesamtbetrachtung, ich weiß gar nicht, ob das jeder weiß, haben wir bedauerlicherweise mit an Corona 40 Personen in ganz Deutschland bis zum Alter von 19 Jahren. Wir hypen diese Geschichte weiter runtersetzen, morgen die Kinder in die Grundschulen mit einer Maske, während die sich die ganzen Ferien draußen zum Spielen getroffen haben, gerade noch im Schwimmbad sind, heute beim guten Wetter. Und wir hypen das immer weiter für einen Personenkreis, der eigentlich schon denken muss, also die können ja nicht wirklich so denken über diese Pandemie, aber wo man einfach sagt, Leute, was machen wir mit den Kindern? Wir machen also dieses Szenario, was alles gemacht wurde. Wir haben mit 30 Leuten in der Sporthalle Kontaktsport Handball schon gemacht. Da war immer noch die Regel da, es dürfen sich nur 3 Haushalte treffen oder 10 Personen. Da muss man sich einmal sagen, was läuft da eigentlich? Was läuft in Hannover? Was läuft bei den deutschen Politikern?
die ein Ding öffnen, das andere aber schließen, wo man sagt, null Logik. Wir haben da letztes Mal drüber geredet und ich glaube, wir dürfen das gar nicht mehr so ausführen. Meine Einstellung zu den Lüftungsgeräten, da scheiden sich die Geister total. Fachleute sagen, der größte Mumpitz, der gerade installiert wird. Und im Nachgang, die Kinder kommen morgens zu fünf zur Schule, gehen rein, machen ihre Testung. Natürlich, was Herr Krugmann schon sagt, werden wir natürlich Fälle haben. Wer viel testet, wird auch wieder Fälle haben. Aber die Frage ist, was will man mit unterbinden? Wenn das nämlich so läuft, dann machen wir die Schulen fast wieder zu, ohne eigentlich wirklich einen richtigen Grund dafür zu haben. Wichtig ist, dass wir, die Älteren und die Kranken oder eben mit irgendwelchen Dingen, dass die erstmal geimpft sind. Aber wie gesagt, Kinder waren nie Thema und jetzt hat man es bis durch die Bundespolitik bis zu den Kleinsten durchgezogen und wartet jetzt darauf, dass irgendjemand wieder kommt und sagt, ich habe die genaue Dosis, dass wir auch jetzt den Einjährigen so eine Spritze verpassen können, die ihm vielleicht hilft, obwohl er vielleicht schon längst Corona hatte. Es wird ja auch nicht geprüft, ob das so war. Mhm. Aber wie gesagt, meine Einstellung dazu, wir müssen mal langsam die Kinder wieder rausholen aus diesem Loch, wirklich, weil es eigentlich nicht die Gegebenheit ist, weil es auch absurd ist, was wir da praktizieren, wenn wir nachmittags wirklich sagen können, Kinder, danach geht ihr wieder alle zusammen in die Sporthalle mit 14 Leuten und in der Schule dürft ihr mit 14 Leuten mit Maske sitzen. Da mache ich einfach nur, ja, das tut mir leid, lebensfremd, realitätsfremd und fertig. Und die Hannover-Jungs, ich habe mehrmals da angerufen wegen der Sportvereinsgeschichten, haben sich ja selber schon vor den Kopf geschlagen und haben gesagt, ja, ich weiß, wir müssen jetzt wieder ändern, aber wir vergessen immer so und so viele Paragraphen. Welche Hannover-Jungs? Ja, Juristen dort. Ach so, ach so. Die haben dann ihre Verordnung geschrieben, die 37. Verordnung, vorher hießen die Sachen anders. Ganz schlimmes Thema. Das ist sicherlich Landes- und Bundespolitik. Also ich vertraue da den Virologen, Herrn Drosten und wie sie alle heißen und auch Herrn Weil. Und da muss ich Herrn Krugmann also jetzt ungern recht geben. Das Vergaberecht wird wohl so sein, dass es so ist, wie es Herr Krugmann geschildert hat. Also, ne, und ich weiß es auch nicht, ob diese Lüftungsgeräte jetzt das allein, ich weiß es nicht. Da halte ich mich an die Fachleute, das habe ich damals schon gesagt, wenn Herr Gartmann da mehr weiß. Ja. Man würde ja trotz Lüftungsgeräten, das muss man ganz klar sagen, wird es trotzdem Eingriffe in Schulen geben, wenn da Ausbrüche sind. Ja. Also das Lüftungsgerät bringt keine rechtliche Veränderung. Und deshalb, Herr Sander hat es ja auch angesprochen, nein, keine Leute, rechtliche. Lassen uns wirklich den Augenmerk darauf legen, dass die Restlichen, die noch nicht geimpft sind, da endlich hingehen. Ja. Weil das ist der einzige Weg, dass wir diesen ganzen Dauerstreit, den wir auch haben, der geht ja quer durch Parteien, Familien, Vereine, hin und her, Impfgegner, Impfbefürworter. Es ist der einzige Weg und ich sehe keinen anderen, muss ich wirklich sagen. Ja. Es sei denn, wir hängen in der Dauerschleife. Aber wenn man sieht, was dort in den Shortens passiert ist, dass da DRK-Leute, ähnlich wie das Thema Nils Högel, Verschwörungstheoretiker dort am Impfen sind, im Namen der DRK, da wird mir schlecht, sage ich ganz ehrlich. Wird allen, glaube ich, schlecht, wenn es denn so ist. Auch da laufen noch die Ermittlungen, müssen wir abwarten, was genau dabei rumkommt, aber grundsätzlich natürlich. Herr Vogt. Ja, weil das so ein wichtiges Thema ist, lohnt sich doch noch mal genau zu überlegen, wovon reden wir überhaupt, wenn wir von Lüftern reden. Und da muss man einfach unterscheiden, das, was Sie ja immer gefordert und gepusht haben, Herr Gartmann, sind diese mobilen Geräte, die aber nur die Luft umwirbeln und keine frische Luft besorgen. Wir brauchen aber auch frische Luft, das ist Vorschrift und außerdem selbstverständlich. Ich glaube nicht nur umwirbeln, sondern auch reinigen. Dazu sage ich auch noch. Genau, natürlich und reinigen, selbstverständlich. Ja. Das ist der Sinn der ganzen Sache, aber eben es kommt keine frische Luft rein von außen. Von daher brauchen wir ohnehin eine Lösung für ein Luftwechsel, dreimal lüften in der Stunde, klar. Das heißt, das, was eigentlich die Strategie ist, auf die ich ehrlich gesagt auch ein bisschen warte, ist, wann ist welche Schule soweit mit fest installierten Geräten, die auch den Luftaustausch hinkriegen, die frische Luft und dadurch unsere Virenbelastung senken, in den Räumen, wo das eben notwendig ist. Das, was Sie jetzt so gepusht haben, okay, ist sozusagen, droht eine teure Zwischenlösung zu werden bei Räumen, wo man dann hinterher eine dauerhafte Anlage hat. Ist natürlich im Moment auch vertretbar, wenn das zum Teil hilft jetzt. Von daher, okay, kann man auch machen. Was ich sehr begrüße, ist, dass Sie aufgezählt haben, dass man ja auch viele andere Dinge tun muss, zum Beispiel dann, wenn es im Moment noch sein muss, wenn wir eben noch diese Inzidenzen, diese Fälle haben in Oldenburg, dann eben testen natürlich und auch Masken tragen. Das begrüße ich deshalb so ausdrücklich, weil die Partei, die sie nominiert hat, heute ja in der NWZ gesagt hat, ach, warum denn Maskenpflicht in der Schule? Da scheinen sie irgendwie nicht einer Meinung zu sein. Und ich halte das für unverantwortlich, im Moment zu sagen, ach nein, ich verstehe ja die Ungeduld, die hat doch jeder von uns. Ja, aber wir werden nicht mehr über Jahre reden und wir werden das auch hinbekommen, dass wir diese Pandemie überwinden. Und von daher geht es doch darum, jetzt die größtmögliche Sicherheit für die Kinder zu haben.
Also zur Not jetzt dann eben auch mit Masken. Dann gucken Sie in die Studien rein, die die Verwaltung von Firmen hat machen lassen. Und da sehen Sie auch mit Luftreinigung. Eine Schulklasse, 6 Stunden, 24 Kinder, ein infiziertes Kind, 48% Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand ansteckt. Mit Maske 15%. Das wollen wir doch gerne haben, die Sicherheit. Also bitte pro Maske. Und letzten Endes natürlich werden wir das alles nur überwinden, wenn sich bitte alle, da schließe ich mich an, sobald wie möglich impfen lassen und auch das zweite Mal impfen lassen, tun Sie das jetzt, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Gemeinsamer Appell heute. Ja, gab man dazu? Sehr schön. Ja, vielleicht nochmal, ich bin da ständig zitiert worden mit dem, was ich angeblich gesagt habe. Es ist in der Tat so, dass ich mich für mobile Luftreiniger stark gemacht habe, dort, wo es keine fest installierten gibt. Und es ist auch klar, dass wenn man in Schulen fest installierte Luftreinigungsgeräte oder Luftfilter oder was auch immer, Frischluft mit Wärmetauscher und so weiter installieren will, dass es Jahre dauert, bis man das hat und extrem teuer ist. Trotzdem muss man es machen. Denn eins ist auch klar, Corona wird nicht der letzte sehr ansteckende Virus gewesen sein. Wir haben, für mich ist Corona auch ein Weckruf für die Sicherheit in unseren geschlossenen Räumen, in unseren Schulen, in unseren öffentlichen Gebäuden. Denn diese Viren, diese Viruspandemie wird sich wiederholen. Das ist für mich ziemlich klar. Ich weiß nicht wann, wie viele Jahre das sein wird, aber irgendwann wird wieder ein neues Virus kommen, mit dem wir uns wieder auseinandersetzen müssen. Und für mich ist Corona ein Weckruf, wir müssen uns darauf einrichten und darauf vorbereiten, dass sowas wiederkommt. Und das heißt, wir müssen natürlich alle Schulen mit diesen fest installierten Lüftungsgeräten ausstatten. Und nicht nur die Schulen, sondern auch die Kitas und auch die öffentlichen Gebäude. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Wir haben jetzt Zeit. Ich glaube, so schnell wird ein neuer Virus nicht kommen. Aber wir können uns nicht wieder hinlegen und sagen, so, jetzt haben wir Corona überstanden. Jetzt gehen wir zurück. Das Programm ist ja auf dem Weg. Ich will es nur sagen. Die festen Anlagen gibt es teilweise schon und andere sind mit angeschoben. Das ist ja Teil dieses Beschlusses, den wir hatten. Können Sie sich ja von der Frage. Ja, ich meine auch nicht nur Schulen, ich meine auch Kitas, ich meine auch öffentliche Gebäude, alles. Ja. Und das müssen wir unbedingt beherzigen. Ja, vielleicht können wir jetzt mal einen kleinen Themensprung machen. Ja. Wir haben ja noch ein anderes Themengebiet, über das wir sprechen wollen. Und uns haben natürlich wie bei den letzten Malen auch viele Leserfragen wieder erreicht. Und zwar auch einige zum Thema Inklusion. Und da hat zum Beispiel Christa Krieger die Frage gestellt, welchen Bedarf sie beim Thema Inklusion noch sehen. Denn unter anderem Rollstuhl- oder Rollatorfahrer, die stoßen ja immer wieder an ihre Grenzen, wenn das jetzt an Gehwegen, die zu schmal sind, oder an Bürgersteigen, die nicht abgesenkt sind, ist. Und, Darf ich da was zu sagen? Ja. Ja, den Nadel aus der Straße. Ich habe es wirklich bei der Stadt, nicht bei Herrn Krogmann, aber im Wahlbrunn überall. Das sind 2,5 Sekunden, die man Zeit hat. Ich wollte ja mit Chelsea Hass noch mal, sie hatten die Zeit nicht. 2,5 Sekunden hat man Zeit, am Lambertihof an der Kreinstraße über die Nadorster Straße mit Grün als Fahrradfahrer zu kommen. Und ich mit meinem Sixpack schaffe es gerade. Ist aber schon rot, wenn ich drüber bin. Die Frauen mit Rollatoren und die gehen dort gar nicht mehr über die Straße am Quellenweg. Die haben nicht mal einen Fußweg, wenn es regnet. Das ist Wahnsinn, was hier abgeht. Da ist kein Mensch mehr über 70, der dort über die Nadorster Heide rüberkommt. Die Nadorster Straße als Beispiel, da lebe ich nun mal. Und da komme ich gerade so rüber und es ist schon rot, wenn ich drüber bin, mit Fahrrad. Da geht keiner mehr zu Fuß und das geht hier seit 7 Jahren, Herr Krogmann. Und scheinbar, und Sie haben noch eine NWZ-Umfrage gemacht, dass die Mehrheit Fußgänger und Radfahrer sind. Also ich fühle mich auf Deutsch gesagt veräppelt. Das ist wahrscheinlich 1%. Der Rest steht im Stau. Und hupt, wenn Schüler morgens um 7 über die Nadorster Straße gehen, 50 Leute rüber, 20 schaffen wir es, der Rest wird angehupt und vom Lkw-Fahrer penetriert. Das ist das Ende. Und das läuft hier in Oldenburg seit mehreren Jahren und das ändert niemand. Weil der Verkehr muss fließen, in jedem Auto, in jedem Suff hockt einer drin, in jedem Mini Cooper und muss in die Stadtverwaltung. Die werden alle Fahrrad fahren, wenn ich Oberbürgermeister bin. Das haben Sie mir schon versprochen. So, das muss ich mal gesagt haben. Sie wollten sich angucken, Sie haben es nicht geschafft. Machen Sie es mal am Wochenende. Vielleicht ist dann die Quote anders. 2,5 Sekunden. Ich habe ein 8-Pack, ich schaffe es. Ich bin der Einzige, der es gerade schafft. Da waren eben Leute aus dem Harz, die fuhren mit mir darüber mit dem Helm. Die haben gesagt, ja, das ist Wahnsinn. Ich, das wäre ein Oldenburger. Nee, wir kommen aus dem Harz, aus Wernigerode. Da gibt es gar keine Radwege und nichts, weil da noch Natur ist. Zwar tote Wälder. Das ist die Wirklichkeit in Oldenburg. Herr Sander, welche Barrieren sehen Sie? Welche müssen dringend beseitigt werden? Und Barrieren beziehe ich jetzt wirklich wörtlich, also physische Barrieren, also, aber auch Barrieren anderer Art. Ja, also der Alltag oder so zeigt uns ja immer wieder, wir haben bekannte Rollstuhlfahrer, genau das, was wir beschreiben, Leute mit Rollatoren. Wir haben jede Woche die Stadt vollstehen mit Mülltonnen. Ganz normal auf unseren Gehwegen. Unsere Gehwege sind genau so gebaut, dass gerade mal zwei Leute nebeneinander gehen können. Dann stehen unsere großen Mülltonnen drauf. Unser Rollstuhlfahrer, ein Freund von mir,
Der sagt, er fährt immer wieder bei Ausfahrten runter, auf die Straße rauf, dann wieder rauf, Zone 30, das klappt noch einigermaßen. Da gibt es aber einfache Konzepte, da könnte man mit den Firmen, den Entsorgern mal reden, wie ist die Idee. Da habe ich sogar mal ein Gespräch geführt und habe gesagt, Mensch, können die Mülltonnen nicht wieder einen Sammelplatz haben? Warum sollen nicht Müller, Meier ihre Tonnen mal eben 10, 15 Meter zu einem festen Punkt bringen? Und Dietrich und ich haben das fast 2 Jahre gemacht durch die Baustelle. Mhm. Also über 50 Meter, das hat funktioniert, dass man einfach sagt, so mal raus aus dieser Komfortzone, nur vorne hinstellen, sondern sagt, so, wir bringen die ein paar Meter weiter. Dann würde der Müllwagen auch in so einer kleinen Straße nicht 100 Mal halten, sondern hält vielleicht nur noch 40 Mal. Das heißt, klimatechnisch Vorteil, der Kollege, der auf dem Wagen sitzt, kann seinen anderen Kollegen helfen, bringt ja auch was und nicht die anderen müssen nur hinterher rennen. Und dann ist so, Mülltonne schnell auf den Hof gestellt, wenn es gut läuft, aber in der Regel auf dem Fußweg. Das ist eine Sache, eine Behinderung, die eigentlich gar nicht durchgeht. Wir machen uns über abgesenkte Bordsteine in den Kopf. Eigentlich ist es in der Regel überall, dass man gut runterkommt. Aber wir stellen uns selber Sachen in den Weg. Und wenn man jetzt gerade so Wahlplakate guckt, dann muss man bei ein paar Leuten auch mal fragen, wie tief habt ihr die eigentlich gehängt? Was passiert morgen, wenn die Dinger alle quer in diesen kleinen Wegen hängen, wenn die ersten Schüler dahin fahren? Ich hoffe, ich habe gar keins gehängt. Ne? Ich habe gar keins. Da sollten wir mal, aber das ist so der Punkt. Ich will noch mal eins sagen, weil wir immer Beispiele aus Städten haben. Kiel, hochgebaut, viele Mülltonnen, viele Menschen auf einem Weg. Da kommt eine Kolonne vorweg, holt die Mülltonnen aus den Hinterhöfen, dann kommt der Müllwagen, entleert die und dann kommt die nächste Gruppe und bringt die Mülltonnen wieder rein, damit die Wege frei bleiben. Weil sonst würde bei den Häusern, die da sind, 4-5-geschossig, würde alles vollstehen, da würde kein Mensch mehr durchkommen. Ich würde Sie als Abteilungsleiter Müllentsorgung stellen. Und die Müllgebühren, ganz richtig, die Müllgebühren sind dort nicht höher wie in Oldenburg. Wo ich mich dann auch wieder frage, das ist natürlich ein weiterer Schluss, warum ist es so? Weil Müllgebühren, nur, Sie brauchen nur 10 Kilometer rausfahren, Warnbeck, Restmüll, die Hälfte. Das ist ein Grund. Aber die Mülltonnen wären so einfache Themen. Da geht man an die Entsorger ran und sagt, so und so, habt ihr eine Idee, wie oft machen wir das? Und dann ist das auch verschwunden. Und der Bürger muss aus dieser Komfortzone vielleicht dann mal rauskommen und sagen, klar, wir haben Interesse an Klimageschichten, dass der Weg frei ist für unsere Nachbarn, die wir kennen, die nicht mehr gut laufen können. Aber wir sind alle irgendwie so teilweise vielleicht verwöhnt oder vielleicht glaubt man auch, man kann das den Leuten nicht zumuten. Die Leute, mit denen ich rede, würden sofort sagen, Tonne her, gehe nicht rüber. Oder wenn es eine Nachbarin ist, die es nicht so weit kann, dann macht das auch ein Nachbar bei uns. Also jedenfalls in einem funktionierenden Umfeld. Und ich glaube, Oldenburg funktioniert. Und dann muss man solche Ideen, so einfache, simple Dinge einfach mal ergreifen und mal einfach mit anpacken. Ne? So kann man. Wir sind noch ein ganzes Stück weit weg vom Thema Inklusion, sind aber schon beim Thema Barrierefreiheit, so sind wir drauf gekommen. Ist es so einfach, Herr Krogmann, mal eben den Entsorger sagen, stell die Mülltonnen anders hin, dann können zumindest also die alte Dame mit dem Rollator schon mal vorbei. Das wäre auf jeden Fall, Sie wissen ja, dass wir auf oldenburg.de den Online-Schadensmelder haben und wenn es da ein Ärgernis gibt, dann das möglicherweise von der Stadt verursacht ist. Ich weiß gar nicht, ob Sie jetzt ein AWB meinen oder... Nein, das können auch Heine. Ja, ja, also, egal, nicht Betrieb, wenn Sie uns das mitteilen oder auch der NWZ, die teilt uns das dann mit. Sowas gibt es auch. Gerne. Fällt noch ein nettes Foto ab. Das ist aber ja natürlich eine sehr spezielle subjektive Wahrnehmung in dem Moment. Wir haben ja alle jeden Tag irgendwas, über das wir uns ärgern. Das bleibt ja nicht aus. Aber das Thema Barrierefreiheit ist noch nicht das Thema Inklusion. Genau. Aber Barrierefreiheit ist ja im öffentlichen Bau Standard. Das heißt also, wir müssen das schon beachten. Da sind wir also schon einen Schritt weiter. Es ist auch so, dass zum Beispiel unsere Straßen- und Verkehrsleute auch schon mit den Behindertenverbänden oder mit den Vertretern zusammenarbeiten. Zum Beispiel im Bereich der Blindenführung. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal wahrgenommen haben, auch in anderen Bereichen, dass wir versuchen, da wo Menschen immer wieder ihren Weg haben, wo da dort auch Hindernisse noch gezielt zu entfernen. Das ist aber sicherlich ein Thema, wo man nie fertig ist. Und da bin ich auch der Meinung, dass wir da weiterhin sehr sensibel und achtsam sein sollen. Und bin dafür jede Anregung dankbar. Da stehen das Thema, jetzt diese ganzen E-Bikes, stehen da alle im Weg. Ganz kurz mir zuhören. Die parken hier doch in jeder Ecke. Ich habe mir meinen Terminkalender freigeschaut, um hier heute zu diskutieren. Und ich würde das schon ganz gerne an den Themen tun, die hier aufgerufen werden. Ich glaube, so viel Respekt sollten wir dem Amt schon entgegenbringen, für das wir kandidieren. Das Thema Inklusion ist ja mehr. Inklusion heißt ja, dass wir als Stadt, wir haben einen Ratsbeschluss dazu, wir haben uns verpflichtet, einer Haltung Vorschub zu leisten oder eine Haltung zu verfolgen, die wirklich alle Menschen mitnimmt. Das heißt, die also keine ausgrenzenden Strukturen hat. Das ist ein sehr, sehr hoher Anspruch, dem man sicherlich auch nicht im ersten Blick immer gerecht wird. Wir hatten das Thema bei den Schulen, auch nicht ganz unumstritten.
Wir haben das Thema in vielen anderen Bereichen. Das fängt an, dass man Arbeitsgelegenheiten unterstützt, für Menschen mit Behinderung zum Beispiel. Das fängt aber auch an, dass man sich für eine vielfältige, diverse Stadt stark macht. Das heißt also, wenn so ein Oberbürgermeister den Christopher Street Day die Parade anführt, dann ist das auch ein Statement für eine solche inklusive Stadt. Also das hat sehr viele Facetten. Und ich würde dafür werben, das nicht auf das Thema Barrierefreiheit runterzuziehen. Die müssen wir ohnehin. Und gerade also im Schulbau, aber auch in allen anderen öffentlichen Bereichen, müssen wir aus gesetzlichen Gründen schon jetzt haben hochhalten. Haben Sie den Street Day angeführt? Solange er stattfand. Es ist mir entgangen, aber Sie haben mal leider... Solange er stattfand, mein Vorgänger auch schon, muss man dazu sagen. Diesen Multimillionär-Friseur mit dem Denkmal ausgezahlt. Und dieses Jahr haben Sie die neue Chance. Dieses Jahr findet er ja wieder statt. Ich hoffe, also, wenn die Stadt nicht noch irgendwie... Ja, ist ja nur ein Beispiel für Vielfalt, Toleranz und... Auf jeden Fall. Nur, wie gesagt, diese Barrierefreiheit und Sie sagten, Inklusion ist eine Frage der Haltung, vollkommen klar. Mhm. Aber an den vielen kleinen Beispielen, die jetzt auch hier genannt worden sind, auch Barrierefreiheit... Wir hatten das Thema, die Kollegin hat es gesagt, die Leserin, die vielleicht auch mit dem Rollator oder mit dem Rollstuhl unterwegs ist. In letzter Konsequenz würde das auch heißen, der Marktplatz müsste vom Kopfsteinpflaster befreit werden, oder? Der Marktplatz muss, ähnlich wie das auf dem Schlossplatz gemacht wurde, und das, die Überlegung gibt es auch schon, muss sozusagen dieses Kopfsteinpflaster wollen wir natürlich gerne aus gestalterischen Gründen erhalten, aber wir müssen die runden Flächen, wie wir es vorm Rathaus gemacht haben und am Schloss, müssen die abgesägt werden und dann vernünftig verfugt werden. Das bringt schon eine deutliche Verbesserung. Das ist, glaube ich, für eins der nächsten Jahre eingeplant. Wir haben ja jetzt erst Haushaltsberatung, dann kann ich es ganz genau sagen. Das ist aber der Schritt, der kommen muss. Ist aus zwei Gründen ein bisschen hinten runtergefallen. Das eine war, dass wir erst dieses Thema Bremer Landesbank, dieses Bauvorhaben hatten. Dann wäre der ganze Markt und Schlossplatz zwei Jahre aus dem Verkehr gewesen. Das hat sich ja dann zerschlagen. Dann kam Corona und die Überlegung, dass man jetzt nicht den Gastronomen jetzt, also nach dieser Corona-Zeit jetzt gleich nochmal wieder den Platz nehmen kann, um den umzubauen. Da bitte ich auch um Verständnis, dass wir immer auch ein bisschen spontan sind. Aber das Ziel ist, dass der Marktplatz... Ist auch aus meiner Sicht, ganz ehrlich, ist auch ein Ärgernis. Ich laufe da jeden Tag raus. Ich sehe auch diese Fugen, das ist halt schwierig. Es ist schön, historisch, aber es ist eben nicht optimal barrierefrei. Das wissen wir und da wollen wir auch ran. Herr Vorhaupt, Thema Inklusion, barrierefrei, da könnten wir wahrscheinlich einen ganzen eigenen Abend mitfüllen. Bitte trotzdem Sie und dann Herr Gartmann zu dem Thema auch noch kurz Stellung zu nehmen. Ja, erstmal zu diesem enger gefassten Thema Barrierefreiheit. Das ist natürlich, wenn wir es am Beispiel der Fußgänger und der Straßen anschauen, ein Teil des, wenn man so will, umweltfreundlichen Verkehrs. Umweltfreundlicher geht es nicht, man geht zu Fuß raus. Und deshalb werde ich die Stelle einer Fußgängerbeauftragten einführen, die genau solchen Dingen nachgehen kann. Dass wir konsequent schauen, dass Fußwege nur für Fußgänger da sind. Und das bedeutet, wir brauchen eigenständige, bessere Radwege, die davon getrennt sind. Das muss man eben zusammendenken. Und dann geht es darum, in allen Straßen zu schauen, auch zum Beispiel faires Parken. Gibt es eine schöne Aktion in Karlsruhe, die einfach konsequent gesagt haben, wo, in welchen Straßen darf eigentlich noch ein Auto am Fußweg sein? Wie viel Platz bleibt übrig? 1 Meter, 1,20, 1,40? Und da lohnt es, eine konsequente Strategie aufzusetzen, um den Menschen zu ermöglichen, rauszugehen und mit ihren Nachbarn auch in Kontakt zu kommen. Aber Herr Vorhaupt, die Grünen sind seit 40 Jahren im Stadtrat. Das passiert ja nichts. Ist doch nichts passiert. Weiterreden zum nächsten Teil. Mhm. Okay. Das war dieser eine Bereich. Das andere, Inklusion im breiteren Sinne. Es ist ja begrüßenswert, dass auch in Oldenburg in dem Inklusionsprozess, der hier stattgefunden hat, Inklusion sehr breit gedacht wird, ja, dass es also wirklich um gleiche Chancen geht für alle Menschen, egal welche Herkunft, Einkommen und Geschlecht. Und da muss ich doch etwas kritisieren, weil wir, wenn wir in die Verwaltung selbst schauen, in die Ebene, die halt nach den Dezernaten kommt, da sind 20 Ämter und Eigenbetriebe, wenn ich die kleineren Stabsstellen jetzt nicht mitrechne, sondern wirklich die großen Ämter und Eigenbetriebe. Wir haben 20 Spitzenpositionen, davon 3 Frauen. Das ist nach 7 Jahren Amtszeit kein gutes Ergebnis. Und ich weiß, dass das schwierig ist. Das erfordert Personalmanagement, konsequente Förderung, Mentoringprogramme in zweiter, dritter Reihe. Das erfordert gegebenenfalls auch externes Coaching, dass man schaut, wie wird das Verhalten von Männern... Jetzt nehmen Sie aber die Ebene drunter und die Ebene drüber auch noch dazu. Ne? Bei den Dezernenten haben wir Parität. Wie wird das Verhalten von Männern und Frauen beurteilt, wenn sie auftreten und miteinander sprechen? All das ist nicht ganz einfach. Aber es ist nötig und ich stehe dafür, das auch zu tun, damit, wenn ich Oberbürgermeister werde, es in 5 Jahren danach anders aussieht. Und ich habe jetzt eben
Wir können über die Ebene drüber sprechen, sagen, Dezernate gibt es auch. Ich habe jetzt über diese 20 gesprochen, die Ebene drunter können wir auch. Fachdienstleistungen etwa 66, ein Drittel Frauen. Ja, okay, das geht schon mehr in die Richtung. Aber 3 von 20 reicht einfach nicht und das werde ich besser. Also wenn ich Oberbürgermeister werde, arbeiten hier nur noch Frauen. Also wenn es danach geht. Also, ne, außer der Oberbürgermeister. Natürlich, Entschuldigung. Ich hatte ja den Grünen angeboten, als Oldenburger Transe den grünen Kanzlerkandidaten zu machen. Das ging aber nicht, das war zu spät. So. Nee, aber jetzt ganz kurz zu Herrn Vor. Also, jetzt ist Herr Gartmann noch mal zum Thema dran. Wir müssen ja auch eingestehen, in dieser Runde steht auch nur eine Frau. Es gibt auch keine Kandidatin um das Amt der Oberbürgermeisterin. Ja, weil sich keine gefunden hat. Weil Herr Vor der beste Mann war scheinbar. Aber kommen wir zum Thema zurück, Barrierefreiheit, Inklusion. Ja, Barrierefreiheit ist ja so ein Thema, wo dann der allgemeine Zustand der Infrastruktur in Oldenburg wieder ins Blickfeld rückt. Und der ist ja bekanntermaßen nicht besonders gut. Ich habe eine ältere Dame in meinem Bekanntenkreis, die mit dem Rollator unterwegs ist, die sich bitterlich beschwert über die Zustände auf den Fußwegen, auch über den Mangel an abgesenkten Fußwegen. Wir haben teilweise ja auch schräg abschüssige Fußwege. Also nicht nur zugestellte, sondern auch einfach schwer befahrbare oder begehbare Fußwege. Und das ist ein Riesenproblem. Also da muss man ran. Ich weiß offen gestanden nicht, wie groß das Problem ist. Ich glaube, es ist sehr groß, weil wir einfach sehr, sehr lange nichts gemacht haben und sehr, sehr viele Fußwege haben. Insofern müssen wir da wirklich auch Prioritäten setzen und uns überlegen, wie können wir das verbessern. Das Thema Rathausmarkt ist auch ein Thema, wo ich denke, da bin ich auch öfter ein Wahnsinn, dass hier nicht mehr passiert. Da kann man sehr oft dann auch Rollatorfahrerinnen und Fahrer beobachten, die da sich nach vorne vorantasten, weil sie Angst haben zu stürzen. Das ist mittlerweile ein sehr gefährliches Pflaster geworden, im wahrsten Sinne des Wortes. Also Barrierefreiheit ist ein Riesenthema. Und es gibt auch noch ein weiteres Thema in diesem Zusammenhang. Wir wollen ja auch, dass die älteren Menschen sich in ihrer gewohnten Umgebung wohlfühlen, auch rausgehen, auch unterwegs sind. Das heißt, wir brauchen auch viel mehr Sitzgelegenheiten auf Wegen und Anwegen und an Fußwegen, damit sich auch ältere Menschen zwischendurch mal ausruhen können. Wenn die wissen, ich habe jetzt hier einen ganz langen Weg vor mir, wo ich mich nirgendwo ausruhen kann, dann verlassen die das Haus nicht mehr. Das heißt also, Barrierefreiheit müssen wir wirklich von den Nutzerinnen und Nutzern her denken und uns überlegen, was sind die Bedürfnisse, was sind die Probleme, die sie haben, und dann zu Lösungsvorschlägen kommen. Soweit zum Thema Barrierefreiheit. Darf ich vielleicht noch ganz kurz nochmal, also die Barrierefreiheit bezieht sich fast immer so auf Leute mit Handicap, Alt, Rollator und Dingsen. Aber im normalen, das weiß ja jeder, Kinder bis 10 Jahre dürfen auf dem Fußweg fahren. Wenn jetzt morgen die Schule wieder losgeht, fahren die Kleinen wieder auf den Fußwegen und dann dieses Alltägliche, dass man einfach sagt, wie doof, jede Woche stehen 2x täglich irgendwelche Mülleimer da, von irgendeiner Sorte, ganz einfach. Die Kinder, die Eltern fahren auf der Straße, müssen immer sagen, pass auf, fahr nicht dagegen und so weiter. Wir müssen doch erstmal die alltäglichen Dinge versuchen zu managen. Der Rathausplatz, 50 Jahre Oldenburg, immer so gewesen. Da haben schon vor 50 Jahren oder vor 40 Jahren Frauen und Männer gesagt, da kannst du gar nicht rüberlaufen, Stöckelschuhe, da knickst du um, da fällst du um. Da wussten die Frauen gleich, wir gehen nicht über diesen Platz. Man ist immer schon außen rum gegangen. Also das ist ein ganz alter Hut. Ja, das ist und ja eigentlich keine Lösung. Kein Thema, genau, kein Thema, um jetzt schnell was zu erreichen. Also wir müssen zusehen, dass wir wirklich die einfachen Dinge gleich erledigen. Und dieses Beispiel mit den Tonnen, mit Firma Heine geredet. Da wird nur gesagt, das ist ein Komfort für die Bürger, die da wohnen, dass man sagt, man stellt die Sachen da wieder hin und man will es ihnen vielleicht nicht zumuten. Aber wenn wir die Bürger mit ins Boot nehmen wollen, das wollen ja alle, dann muss man halt mal sagen, so, dann macht das doch mal ein paar Meter, das bringt für alle was und die Wege sind frei. Ich muss mich jetzt im Moment noch nicht über den Marktplatz oder sowas unterhalten, weil das ist ein Phänomen, da können wir später mal ansetzen, in ein paar Jahren. Bürger mit ins Boot holen ist ein super Stichwort, genau. Ja. Dann können wir nämlich wirklich überleiten zu unserem zweiten wirklich großen Themenkomplex. Leben haben wir noch nicht. Leben. Auch dazu haben uns nämlich deshalb Bürger, gutes Stichwort, Leserfragen erreicht. Genau, richtig. Und zwar geht es um das Freibad am Flötenteich. Da haben uns mehrere Leute zugeschrieben. Genau. Unter anderem Evelyn Müller, die nicht so ganz verstehen kann, warum das jetzt komplett neu saniert werden soll. Denn mit dem Olantis gäbe es ja schon ein Spaßbad, hat sie geschrieben. Und so eine Sanierung ist sehr teuer. Und bevor Sie jetzt antworten, noch Stefan Köhne, der geschrieben hat, dass er nicht verstehen kann, warum die Sanierungsarbeiten, warum das Bad so lange geschlossen werden muss und warum die nicht in so einem Zeitraum abgepasst stattfinden können, wo man vielleicht das Bad eh nicht so nutzen würde. Das
dieses Thema ist ja ein Thema unserer Bäderstrategie. Also es ist ja jetzt nicht eine Einzelentscheidung gewesen, sondern wir haben uns ja Rat und Verwaltung zusammen mit den Sportverbänden und anderen Nutzern an einen Tisch gesetzt und gesagt, was soll in den nächsten Jahren mit unseren Bädern passieren. Und da ist rausgekommen zum Ersten, das Olantis ist jetzt auch 15 Jahre alt, das muss ertüchtigt werden. Das ist die erste Maßnahme, die derzeit ansteht. Das Zweite ist, wir brauchen zusätzliche überdachte Wasserflächen. Wir haben zu wenig Wasserflächen für den Ganzjahresbetrieb. Ein Freibad, so schön wie es ist, ich bin natürlich als Kind des Stadtnordens früher auch oft im Flötenteichbad gewesen, aber je nach Wetter können Sie das natürlich nur wenige Wochen im Jahr nutzen. Das neue Ganzjahresbad wird man in 12 Monaten nutzen können. Und das ist eine Vervielfältigung der Wasserflächen und Zeiten, die man dort zur Verfügung bekommt. Unter anderem im Sportbereich. Also wir haben auch die Sportler mit da gehabt. Wir werden ein großes Sportbad dort haben, was auch in der Mitte nochmal eine Trennung hat, sodass also auch mehrere Gruppen dort gleichzeitig trainieren oder auch Kurse machen können. Wichtig ist aber, und das ist mir in der Diskussion deutlich geworden, ich habe sehr viele Schreiben bekommen von älteren Menschen, auch im Zusammenhang mit der Schließung des Bischof-Stelin-Bades. Da ist mir klar geworden, dass in einer älter werdenden Gesellschaft das Thema warmes Wasser, Wasser für Reha-Maßnahmen, Wasser für Aqua-Jogging, für alle möglichen Fitnessangebote, für die Menschen, die möglicherweise nicht mehr auf die Laufbahn gehen können, um ein bisschen Sport zu treiben, dass das unheimlich an Bedeutung gewonnen hat. Und deshalb haben wir uns entschlossen, dieses Projekt anzugehen. Das war jetzt kein, Herr Vorhopp wird wahrscheinlich gleich wieder sagen, ein Prestigeobjekt des Oberbürgermeisters. Nein, Ergebnis eines sehr intensiven Diskussionsprozesses. Auch die CDU hat sich übrigens sehr eingebracht, auch mit einigen Ratskollegen dort, die auch ein bisschen einschlägige Erfahrungen haben. Und wir haben am Ende gesagt, jeder kann sich natürlich noch irgendwas anderes vorstellen. Aber am Ende ist das der Kompromiss, ein Sport- und Gesundheitsbad zu bauen, um den Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere den Oldenburgern, ein neues Angebot zu machen. Aber 20 Millionen Euro, lassen Sie mich bitte ausreden. Im Olantis sehen wir auch viele Gäste, es trägt zur Wirtschaftlichkeit bei, die kommen aus der ganzen Region. Das stimmt. Hier sehe ich eher die Oldenburgerinnen und Oldenburger, dass die wirklich hier ihre sportlichen Angebote haben, dass die Fitness haben. Es wird eine kleine Sauna geben, aber keine Saunalandschaft. Das ist kein Erlebnisbad, es ist ein Sport- und Gesundheitsbad, was für uns alle da ist, damit wir uns fit halten können. Und von daher finde ich das Projekt sehr sinnvoll. Ja, es kostet Geld, das ist so. Aber ich denke, dass wir in der Situation, in der die Stadt ist, und wir reden ja darüber, dass wir auch noch eine höhere Lebensqualität, mehr Freizeitangebote wollen, den Standort noch verbessern, da ist das, glaube ich, die richtige Maßnahme. Herr Stille sagt also, es gerade, 20 Millionen, was würden Sie machen? Oder 86 Jahre als Panzergrenadier, und da hatte ich ein Freiticket von der Clausewitz-Kaserne beim Flötenbad. Damals waren da auch schon nur 100 Leute, jetzt sind es an schlechten Tagen 20, 30 Leute, die dort schwimmen. Und ich mag ja auch die Schwimmer, also ich finde es toll, ich bin kein Schwimmer. Aber Sie reden von einem überdachten Freibad. Das Bad ist so, mir ist schon zu warm da drin, während im Januar, Februar Oldenburger im Bornhorster See bei 0 Grad ihr 3000 Meter dort schwimmen. Also die Diskrepanz ist mir zu hoch. Und die Tafel, ich habe mit der Tafel, war NWZ-Riesenmeldung, die suchen einen Schatzmeister, habe ich direkt morgens... Haben Sie gefunden mittlerweile. Da werden die Müllgebühren... Müssen Sie uns leider... Die Müllgebühren der Tafel kann die Stadt nicht finanzieren. Und jetzt wollen wir hier für 20 Millionen ein überdachtes Freibad initiieren. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn 35 Grad sind, dann sind da 1000 Leute. Und wenn es unter 30 Grad, ich zähle die seit, ich wohne da seit 30 Jahren. Da sind teilweise, ich komme aus Sulingen, sind teilweise 3-4 Leute, weil es unter 25 Grad ist. Heißt was in der Konsequenz, so lassen wir es ist? Oder? So lassen wir es ist. Und diese 20 Millionen Euro, da baue ich Ihnen schon eine halbe neue Stadt von. Ja, so, aber das, ne? Ja. Aber es geht um 10 Schwimmer, ich weiß es ja, ich kenne die hier persönlich dort, die wollen gern überdacht schwimmen da im Winter, das ist doch Wahnsinn. So, aber können wir machen, aber Tafel, wie gesagt, die Müllgebühren kann die Stadt nicht übernehmen für die Tafel, Herr Krogmann? Das ist ja ein ganz anderes Thema. Kann man ja vielleicht noch mal thematisieren, kann die Tafel einen Antrag stellen sicherlich, und dann wird im Rat darüber sicherlich auch mal diskutiert. Wird die Verwaltung sicherlich auch eine Vorlage oder sowas zu erstellen. Wenn ich dazu angesprochen worden wäre, hätte ich sicherlich geantwortet. Aber das führt uns jetzt doch ein bisschen zu weit, Herr Sander. Lass uns noch ein bisschen beim Thema Flötenteichbad und vielleicht auch weiter gefasst noch vielleicht auch andere Sportanlagen in Oldenburg. Also ich sage jetzt mal, Flötenteichbad wäre jetzt für mich auch kein Thema dieser großen Umbaumaßnahme und wieder ein Hallenbad zu bauen, wo wir wissen, dass das Olantis schon ein Fass ohne Boden ist.
das Schwimmbad funktioniert. Herr Sander, also Flöten, ganz kurz. Das Olandes ist kein Fass ohne Boden. Ganz kurz. Das stimmt nicht. Jedes Jahr jetzt 3 Millionen. Wir haben einen gedeckelten. Wir haben einen gedeckelten. Sie sind nicht informiert. Nein, nein. Sie behaupten hier Dinge, die können Sie am Stammtisch behaupten, aber nicht hier. Nein, ganz kurz. Wollen Sie Besucherzahlen sehen und alles von den Bädern? Jetzt in der Corona-Zeit war es wenig. Ganz kurz. Draußen gibt es einen städtischen Zuschuss. Den gibt es. Das Flötenteichbad hat im Sommer fast immer 80.000 Besucher. Das Olandes um die 40.000 im Sommer. Das heißt, irgendwas scheint ja beim Flötenteich super zu funktionieren. Es gibt einen Campingplatz, alles Mögliche. Wir gehen schon wieder daran, wieder ein großes Leuchtturmprojekt anzuschieben, während wir wieder keine Basisarbeit geleistet haben. Da kann man besser ein kleineres Hallenbad daneben bauen, was man auch vernünftig nutzt. Das Olandes hat nie die Zahlen erreicht, mit denen es an den Start gegangen ist. Man hat immer ein Konzept gehabt, wir brauchen so und so viele Besucher. Und es kommen keine Besucher wirklich von außerhalb zum Olandes. Das ist falsch. Die Oldenburger fahren nach Rastede, Wiefelstede und nach Bad Zwischenahn. Man muss sich wirklich fragen, was da passiert. Oder warum gehen die Leute nicht mehr ins Olandes im Sommer? Was hat der Flötenteich, dass doppelt so viele Menschen dorthin gehen? Das sind die Zahlen der Stadt Oldenburg. Alles tippitoppi. Aber trotzdem, so eine Maßnahme, was auch geschrieben worden ist, ist völlig unnötig und auch zum völlig falschen Zeitpunkt. Ich kann alles machen, wenn ich weiß, dass andere funktioniert. Ich bin am Eversenbad durch die Branzlich-Sporthalle, sehe, wie alle Sachen in Oldenburg verfallen, ganz schlecht geführt werden letztendlich. Und immer heißt es ungefähr anscheinend nach 40 Jahren, es ist hier in Oldenburg Schrott. Es muss wieder abgerissen werden, alles möglich. Man plant nicht im Voraus, man baut keine neuen Hallen rechtzeitig und in der richtigen Größe. Und hier nehmen wir ganz mal den BTB als Bürgerfeuerwehr-Turnbau mit einem Schwimmbad, wo ich denke mal tausende von Menschen schwimmen gelernt haben. Die machen ein Drittel des Kinderschwimmens und Lernens in Oldenburg aus. Nicht großartig subventioniert. Die müssen wir ihr Bad irgendwann zumachen, weil die Stadt nicht bereit ist, 100.000, 150.000 jedes Mal hinzugeben. Das geht jetzt alles kurz und knapp. Nein, das ist der Freizeitsport und der Effekt. Sie müssen an vielen Standorten Bäder haben, Freizeiteinrichtungen, damit die Leute nicht quer durch Oldenburg fahren, damit wir nicht so einen ökologischen Wahn haben und zentriert alles aufbauen. Ja, das wir ist haben Stadtteilbäder, wir haben an einigen Städten. Und die müssen überall topfit sein. Ich höre von rechts, dass also viele sachliche Fehler. Erstens, Stadtteilbäder werden nicht abgerissen, sondern das ist Teil der Bäderstrategie, dass das Stadtteilbad in Eversen und das Stadtteilbad in Kreienbrück auch in der Folge nach dem Neubau dann auch saniert werden. Das ist ganz klar so beschlossen. Das Zweite, was Sie sagen mit dem BTB-Bad, da muss ich Ihnen ganz offen sagen, wenn ich nicht wäre und der Rat der Stadt nicht wäre, dann wäre das BTB-Bad schon zu, weil wir durch einen Vertrag mit dem BTB erreicht haben, dass sie zumindest so lange dieses Bad offen lassen, bis wir unsere eigene Baumaßnahme hoffentlich dann auch abgeschlossen haben. Weil wir wissen natürlich, dass das Bad eine gewisse Bedeutung gerade für Kurse, gerade für Kinderschwimmen und so weiter hat. Der BTB selber sieht sich aber dauerhaft nicht als Badbetreiber, weil das einen Sportverein einfach auffrisst. Und dafür habe ich großes Verständnis. Das ist ganz gut. Ob wir, Herr Sander, hören Sie bitte zu, damit Sie die Fakten einmal kompakt bekommen und nicht vom Hörensagen auf dem Flur. So, ob wir nach Auslaufen des Vertrages in 2 oder 3 Jahren dann nochmal neu darüber diskutieren, ob wir das verlängern oder wie das mit der Trägerschaft des Bades ist, das muss Politik dann entscheiden. Das können wir jetzt nicht entscheiden. Ich will das nicht ausschließen, aber das hängt sicherlich davon ab, wie ist der Bedarf bis dahin. Das ist aber eine Sache, wo der BTB selber für sich da eher skeptisch ist im Moment. Okay, aber jetzt nochmal ganz, also wirklich, und da bin ich jetzt auch ein bisschen empfindlich, weil diesen Vertrag habe ich selber ausgehandelt mit dem Vorstand und das würde es so nicht geben, wenn wir uns da nicht engagiert hätten. Das weiß der BTB auch. So, jetzt ganz kurz, Herr Minden. Man muss sich natürlich bei einem Schwimmbad engagieren, wenn man selber irgendwo 20 Millionen ausgeben möchte, während man ein Schwimmbad unterstützt, was funktioniert. Von einem Verein geführt und nicht nur mit kleinen Summen. Nein, ganz kurz. Es muss natürlich subventioniert werden. Kaum ein Verein in Oldenburg kann sich seine eigenen Hallen im Moment noch leisten. Das ist Fakt. Weil man die Mitgliederbeiträge nicht einfach immer weiter pushen kann. Natürlich muss die Stadt eine Unterstützung machen. Wir haben für den TVLH Gespräche geführt, für einen Hallenneubau, damit die Schulen in Eversen damit rein können. Da fasse ich mir den Kopf. Das ist eine Aufgabe, die die Stadt machen muss. Und ich sage ganz klar, alle Sportvereine würden subventioniert werden von der Stadt, genauso wie es sein muss. Und so ein Bad wie dort beim BDB, dort gelegen mit den älteren Leuten, die verlegen sie nicht zum Flötenteich. Gefühlt ist die Luftlinie nicht weit. Aber es ist ein Punkt, der immer funktioniert. Ganz wichtig. Punkt.
Wir haben noch zwei weitere Diskussionsteilnehmer hier in der Runde, die möchte ich jetzt auch noch mal eben kurz ins Boot holen. Betonend, dass wir ja auch ein wenig hypothetisch über das Thema Flötenteichbad reden, weil es einen geltenden Ratsbeschluss gibt. Das also ohnehin, ja. Also der Rat ist mir da mit großer Mehrheit gefolgt. Insofern müsste der Oberbürgermeister und der kommende Stadtrat... Da machen Sie sich mal keine Hoffnung. Und der kommende Stadtrat dann natürlich das alles wieder zurückdrehen. Nichtsdestotrotz, Herr Gartmann, zum Thema Flötenteichbad, weil es, wir merken es auch in dieser Runde, ja durchaus ein emotionales Thema ist. Das haben wir auch an den ganzen Leserzuschriften natürlich gemerkt. Ich wohne auch nicht unweit dort weg. Ich kenne das Thema auch. Naja, gerade weil es so emotional ist, ist es ja sehr, sehr lange diskutiert worden, das Thema im Rat und mit allem vor und wieder, für und wieder. Und eins ist ja auch klar, und das ist ja auch in der ganzen Diskussion deutlich geworden, wir haben in Oldenburg einfach zu wenig Wasserflächen. Und wir haben in Oldenburg zu wenig Gelegenheiten für Schwimmkurse. Wir haben in Oldenburg einen großen Nachholbedarf an Schwimmkursen, an Ausbildung, dass die Menschen schwimmen lernen. Das heißt, wir brauchen diese Wasserflächen. Und insofern finde ich diese Maßnahme Flötenteichbau absolut sinnvoll, weil wir diese Wasserfläche dann nämlich ganzjährig zur Verfügung haben, auch für Schwimmkurse. Und natürlich ist dieses Bad auch so ausgelegt, dass man dort schwimmen lernen kann. Es gibt ein Lehrschwimmbecken für Schwimmkurse. Und insofern halte ich das für absolut notwendig und wichtig, dass wir das tun. Außerdem muss man sagen, die Bevölkerung in Oldenburg altert. Und dieses Bad ist ja nicht nur ein Schwimmbad, sondern es ist auch ein Gesundheitsbad. Das heißt, es werden dort Infrastrukturen geschaffen, die man dann nutzen kann, um eben Aquafitness und andere Dinge zu machen, Wassersport für die älteren Generationen. Und all das bietet das Olantis nicht. Das Olantis ist ein Freizeitbad. Insofern halte ich diesen Plan, der dort verabschiedet und gefasst worden ist, für absolut sinnvoll. Ja, es kostet Geld, aber ja, es ist notwendig. Herr Vorhob, geben Sie auch Geld aus für Bäder, Sporthallen? Also ich bin dafür, dass wir Schwimmen für alle Menschen ermöglichen. Und wenn ich jetzt konkret darauf schaue, auf das Flötenteichbad, dann hängt auch mein Herz ein bisschen an dem 50-Meter-Becken. Wir haben halt nur zwei in Oldenburg und viele Menschen haben das gerne. Und von daher, wenn ich Oberbürgermeister werden sollte, sage ich, lasst uns diesen Teil auf den Prüfstand stellen. Können wir das nicht einfach erhalten und dann ein schlichtes, reines Hallenbad planen? Denn was jetzt geplant ist, und das ist eben dieses Cabrio-Dach aufmachen, zumachen, das ist so ein technisches Experiment. Und da in dieser radikalen Herangehensweise komplett abreißen, komplett neu bauen, da sehe ich so ein gewisses Prestige-Denken und das ist meine Kritik daran. Also lieber beeilen, genau, die Vergabe wird gerade vorbereitet. Ja, auch da ist jetzt der nächste Punkt. Wenn wir schon so ein wichtiges Projekt machen und wenn wir jetzt ein Bad bauen, was doch hoffentlich mal Jahrzehnte jetzt auch bestehen wird, dann doch bitte so gut wie möglich. Also bitte mit einem vernünftigen Wettbewerb, Architekturwettbewerb. Hier fiel aber dann die Entscheidung, ach, das können wir schon selber, dann geht es halt schneller. Moment, wenn wir was für Jahrzehnte machen, für 20, 30 Jahre, hoffe ich doch mal, das jetzige ist ja von 1986 dann, ja, dann sollten wir das auch wirklich, diesen Betrag sinnvoll bedacht ausgeben. Es kann ja auch sein, dass dabei rauskommt, dass wir eine clevere, günstigere Lösung haben oder auf jeden Fall eine bessere. Damit wir jetzt nicht nur bei dem Thema im Bereich Sport bleiben, ansonsten bin ich auch für Sport für alle. Ich werde fortführen, dass wir die Schulsporthallen ausbauen. Und ich sage auch außerhalb der Schulen, lasst uns mehr Möglichkeiten schaffen im öffentlichen Raum. Bolzplätze, Basketballplätze, Skaterparks, Fitnessgeräte. Auch da ist mehr möglich, um niedrigschwellig Angebote zu machen. Das können wir auch noch ausbauen. Genau, um jetzt noch mal vielleicht einen kleinen Sprung zu machen, wenn ich so auf die Uhr schaue, bringe ich mal das Thema auf die Kultur. Kulturbetriebe wurden jetzt in der Corona-Pandemie von vielen Seiten, was ja auch gut so ist, gefördert. Wie könnten Sie sich das denn vorstellen, wie das nach der Pandemie weitergeht mit der Unterstützung der Kulturbetriebe genau, und allgemein im kulturellen Bereich? Herr Stille vielleicht? Jetzt hast du ihn überrascht. Bin ich überrascht. Ich bin derjenige, der als Oberbürgermeister hier eine riesen Open-Air-Area eröffnen wird. Ich habe sogar Sponsoren schon. Und dann wird hier mal wieder, so wie es früher war, waren Sie noch nicht geboren, Tina Turner und nee, Rod Stewart und Peter Maffay, was weiß ich, die waren alle in der Weser-Ems-Halle, da ist ja nichts mehr. Das ist ja, ne? Und wenn ich schon höre, nach 15 Jahren muss das Olantis aufgefrischt werden, was heißt das denn? Es wird alles nur auf 10 Jahre scheinbar so geplant und wahrscheinlich wird es dann mit dem Flötenbad ähnlich enden mit den 20 Millionen. Nein, in der Open Area Oldenburg wieder bekannt machen, überregional bekannt machen, groß machen.
Weil das passiert ja alles gar nicht mehr. Ist ja nichts mehr. Die Leute fahren da nach, was weiß ich, Wacken oder wie das da heißt. Oder hier Rock am Ring. Ne? Hier ist nichts mehr. Und hier früher war hier der VfB, das Donnerspielstadion, Frau Haas, das kennen Sie nicht mehr, es war in die Erde gebaut. Das, ne? Da waren hier 10.000, 15.000 Leute begeistert, die leben alle noch. Die waren aber jedem Spiel, wenn es um was gegen Uwe Seeler war hier, da ist nichts mehr. Das ist jetzt der 10. Rewe, der 18. der Aldi Lidl Kiek. Und dann fährt man weiter und dann kommt man, sieht man da drei Basketballhallen. Und das hier ist eine Fußballstadt. Das ist eine Fußballstadt und ich habe das Gefühl, ich war neulich beim FC Umstede, die haben Standing Ovation gemacht, ich kam nur vorbei. Das sind 1.000 Fußballer, nur FC Umstede insgesamt, haben wir Eintracht und hin und her. Ich schätze mal so roundabout 10.000 Fußballer. Und die wünschen sich eines, dass wir hier wieder eine Fußballstadt werden. Basketball, schön und gut. Ja? Das ist, oder Golf können sie in Rasshede spielen. Eine Fußballstadt. Und das ist das Entscheidende. Die Stadt wird dadurch riesig wachsen, wenn wir hier wieder Zweitliga-Fußball haben. Oder langfristig natürlich Erstliga-Fußball. So. Aber das Thema war Kultur. Genau. Kultur. Weit gefasst. Riesen-Open-Airs am Stadtrand, hier am besten bei Herrn Krogmann da, ne, in der Gegend oder im Süden, das machen wir parallel, damit es ein bisschen lauter wird. Ne, laut genug haben wir es ja im Zentrum hier seit mehreren Jahren. Das werden wir machen. Und natürlich Kultur. Ich muss sagen, der Kultursommer ist ein Traum. Ich habe da 3-4 Konzerte gesehen, von außen. Ich habe nur das war hier, wie heißt dieser Platz? Gegenüber vom Schloss. Die haben geübt, das war irgendeine Hamburger Band, das war besser als Peter Maffay, ja. Das war besser. War ein Traum, war toll. Ja. Und das werden wir weiterführen, aber es kostet ja nicht mal viel. Die spielen ja für ein Apfel und Ei, das können wir eigentlich das ganze Jahr machen. Und wie gesagt, nochmal, wenn Leute bei minus 2 Grad im Bornhorst da schwimmen können, mit 60, 70 Jahren, dann kann man auch mal ohne Dach irgendwie im Flötenbad schwimmen. Das ist meine Meinung. Also, okay. Und Herrn Krogmann oder Herrn Gartmann habe ich da noch nie getroffen, weder auf dem Fahrrad noch im Schwimmbad. Also ich bin da öfter. Die gehen woanders schwimmen. Ja, also ich bin's. Ja. Ja, genau. Herr Sander, Fußballstadt. Das muss ein Handballer jetzt das Herz. Nein, soll auch eine Handballstadt bleiben. Wir wollen beim Thema Kultur Bundesliga ein bisschen rüberleiten. Wir haben über Sportvereine schon gesprochen, aber... Ja, ganz kurz zum Fußball, wenn die Leistungen da wären und das Ganze würde sich entwickeln... Das kommt ja. Die Basketballer kommen ja auch aus der OTB-Halle am Hahn-Esch und haben es dann geschafft, den Weg zu gehen. Das ist super. Das passt, das ist ein riesen Aushängeschild. Wenn die Fußballer auch hinterherkommen, dann wird sich auch wieder sowas im Stadion werden. Das ist die EWE. Wo kommen denn die Basketballer her? Ja, gut, das ist jetzt doch kein Mensch aus Oldenburg. Ja, aber sie sind halt in der Bundesliga. Das ist schon mal eine Nummer. Ja, es ist aber relativ die dritte Liga Fußball. Kultur selber. Klar, wir haben ein super Staatstheater hier in Oldenburg. Ist natürlich auch super teuer. Und gefühlt trotzdem nicht für alle umsetzbar und besuchbar von den Preisen her. Also Eintrittspreise sind nicht unbedingt günstig. Vielleicht muss man bestimmte Sachen überarbeiten. Was mir ganz viel am Magen liegt... Ist allerdings eine Landeseinrichtung. Ja, genau. Die Stadt relativ wenig Einfluss drauf. Und zum Glück ich wundere mich manchmal, wie wenig Geld ich da reinkomme und hohe Kultur geboten kriege. Ja, also da denke ich, ist ein Kinobesuch manchmal teurer als ein Staatstheater. Ja gut, jede Karte ist auch gut subventioniert. Aber mein Punkt ist jetzt diese Geschichte Horst-Janssen-Museum, Stadtmuseum, muss ich echt nochmal raushauen da. Diese Erweiterung zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir so viel prekäre Sachen hier aufgezählt haben, auch wieder ein 17-Millionen-Projekt, 2019 stand, legen wir mal nur gut 25% drauf, die jetzige Entwicklung plus Fehlkalkulation der Stadt, bewegen wir wahrscheinlich nachher 24, 25 Millionen. Euro. Wir haben, Euro. Haben 50 Millionen ganz viel in der Stadt am Laufen, Dinge, die wir erledigen müssen. Und dieses Thema Horst Janssen als Oldenburger, den kennt man bis... Noch nicht mal bis Osnabrück. Aber jede Stadt, sage ich immer wieder bald, hat ihren Horst irgendwie. Da redet man mit dem Dortmunder, die sagen, oh, wir haben auch so ein kleines Museum für einen. Da geht immer Kohle rein. Dann muss man sagen, wie macht man so ein Ding eigentlich interessant? Das ist ja gut, aber man trifft Leute in Oldenburg und sagt, wann warst du eigentlich das letzte Mal da, der Oldenburger? Und dann so, wenn er überhaupt da war, vor Jahren. Also irgendwie gibt es anscheinend zu wenig interessante Sachen, zu wenig Leute werden eingebunden. Wir haben genug Museen, die da sind, aber die Besucherzahlen auch hier, fallende Zahlen, aber ein Gedanke, ein Invest zu machen von vielleicht von 20 Millionen für ein Projekt, was eigentlich abgängig ist. Wenn ich jetzt sagen würde, oh, die Zahlen steigen, wir haben super Programme, dann würde ich ja sagen, okay, vielleicht müssen wir anbauen, vielleicht haben wir gute Ideen. Aber wir machen irgendwie alles so unter dem Motto, wir stellen da mal was hin und dann hoffen wir, dass jemand kommt. Ich glaube, entscheidend ist bei Kultur gutes Programm, was Herr Stille schon sagte. Gute Bands und so weiter. Da fahre ich nach Aurich auf eine platte Wiese, da spielt Herbert Grönemeyer vor 10.000 Leuten. Wir hatten den Fliegerhorst, wir haben alle Möglichkeiten. Hier kommt keiner her. Es muss doch irgendwo ein Punkt sein, dass wir nach außen wieder in Erscheinung treten. Oldenburg, erste Fußgängerzone Deutschlands, Aushängeschild mit einer schönen Stadt.
und wir kriegen hier keinen her. Erste Postkarte in der Welt. Als ich die Frage gestellt habe, ging es auch mir zumindest ein kleines bisschen auch um die Solo-Selbstständigen, um die Kulturschaffenden, die vielleicht oftmals auch nicht so gesehen werden. Genau, die wurden jetzt in der Corona-Zeit unterstützt und da war die Frage, wie es so danach auch ein bisschen weitergeht. Ja, also die haben ja da laufen ja auch Dinge mit staatlichen Hilfen. Da sind wir ja nicht dran als Bürgermeister, also dass wir jetzt sagen können, wir können dem Einzelnen irgendwo Leistungen bringen. Aber wir können ihm die ermöglichen, vielleicht, dass man sagt, da kannst du jederzeit spielen, wir nehmen keine Miete für die und die Fläche. Wir stellen ein Pavillon irgendwo hin, da stellst du dich drauf, da kannst du was machen, ihr könnt euch da finden, wie ihr das Geld dann einnehmt und wie ihr das organisiert, einfach zu halten. Also überall, wo man hinkommt, ich war jetzt in Koblenz wieder, Cuxhaven, also an kleinen Orten, da werden plötzlich am Mosel- oder Rheinufer werden so Holzbühnen plötzlich aufgebaut, da werden Tische draufgestellt und dann steht eine kleine Bühne, da wird abends rummusiziert. Aber alles Dinge, die wirklich improvisiert sind, wo man sagt, so, das machen wir und fertig. Aber wir haben hier das Problem in Oldenburg bei allen Dingen. Man kommt auf die Stadt zu, hat eine Idee und dann kommt Problem. Aber, also nur Bedenkenträger. Es gibt keinen, der wirklich mal sagt, super Idee, können wir dir helfen. Da muss natürlich jetzt... Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja selbstbewusstes Auftreten bei vollständiger Ahnungslosigkeit in vielen Themen. Das muss ich leider wirklich so sagen, weil Sie sagen, wir haben keine Möglichkeiten einzuwirken. Wir haben viele Möglichkeiten einzuwirken. Ja, aber Sie wirken ja nicht ein. Und im Gegenteil, allein die Aufarbeitung der Corona-Krise, da haben wir eine Vielzahl von Aktivitäten entfaltet, die eben auch Künstlern zugute gekommen sind. Ob das jetzt sag mal, die Möglichkeit ist, über die Agenturraum auf Zeit Ausstellungen zu machen oder ob das jetzt kulturelle Veranstaltungen sind. Also das kann ich so nicht sehen lassen. Sie schaffen noch nicht mal Stadtfest und Krammermarkt. Krammermarkt als Aushängeschild, wo dann gesagt wird, da waren sogar die Schausteller vielleicht mit einem verstanden, dass man das nicht macht. Herr Sander, Sie schmeißen alles in einen großen Topf. Kultur und also ich weiß jetzt nicht, ob das hier noch eine ernsthafte Diskussion um das Amt des Oberbürgermeisters einer Großstadt ist. Sie helfen oder ob wir hier am Biertisch sind. Und Sie kommen mit so einer kleinen Aktion. Die Schausteller in der Oldenburg... Herr Sander, alles gut. Ja. Das Thema Krammermarkt wäre auch noch wieder ein Thema. Natürlich. Ich habe noch ganz viele andere Fragen. Der Friseur aus Berlin ist eingeladen. Ich würde das Thema Kultur noch mal eben ganz kurz, Herr Kropmann, bitte noch zu Ende. Und dann sind noch die anderen beiden Herren. Ja, also wir haben ja ganz viele kleinere, größere Kulturbetriebe, Solokünstler und. Also ich glaube, gehen wir mal auf die Aufgaben, die vor uns sind. Dass wir das mal versuchen, ein bisschen zu gliedern und auch ein bisschen wieder in die Diskussion zu kommen. Natürlich geht es zunächst mal darum, dass wir gut über und aus dieser Pandemie herauskommen. Also dass wir wirklich, bezogen auf die Folgen für die Kulturschaffenden, wir haben im letzten Jahr auf meinen Vorschlag hin, hat der Rat eine Strukturbrücke verabschiedet und mit Geld unterfüttert. Das heißt, wir haben als Stadt Geld zur Verfügung gestellt, weil wir gesagt haben, die kulturellen Einrichtungen, die jetzt sozusagen ins Bodenlose fallen, müssen die Chance haben, Anträge zu stellen, quasi damit sie wie eine Brücke über diese Pandemie, wir dachten damals, naja, 2-3 Monate, dann ist das vorbei. Wir haben das für dieses Jahr verlängert und ich sage jetzt schon, wir werden das auch im nächsten Jahr, werden wir auch Mittel zur Verfügung stellen müssen. Diese Aufgabe ist nicht vorbei. Wie hoch ist das Volumen? Das sind 150.000 Euro. Wie mit den Lastenrädern, das ist gar nichts. Pushen, das ist nichts. Gut, mehr geht. Das ist das eine. Möchte ich noch mal eben sagen, daneben haben wir natürlich einige große Projekte. Das kann man ja eigentlich nur schlaglichtartig. Ich will jetzt mal Herrn Sander aufgreifen, weil er sie genannt hat. Das Stadtmuseum ist im Übrigen auch kein Prestigeobjekt des Oberbürgermeisters, sondern Ergebnis einer Bürgerbeteiligung, die wir dort gehabt haben. Und wird zur Hälfte durch einen Bundeszuschuss finanziert. Da haben wir schon Bescheid. Da hätte ich von Ihnen ganz kurz mal die Aussage, soll ich den Bescheid zurückschicken? Die 8,5 Millionen oder was wollen wir damit machen? Also das ist jetzt kein rein städtisches Geld. Und wir schaffen dort, in solchen Kreisen, in denen wir uns hier bewegen, lassen wir uns ausreden. Sie hoben schon wieder an. Wir schaffen dort einen völlig neuen Ort der Begegnung für die Oldenburgerinnen und Oldenburger. Das Stadtmuseum, wie es früher war, das ist mit Sicherheit, hätte die Frage gestellt, entweder machen wir das jetzt zu oder wir gehen da nochmal völlig neu ran mit einem Konzept. So. Und wir werden dort nicht einfach nur eine Kiste hinstellen, sondern wir sind schon dabei, mit Unterstützung auch einer fachlichen Agentur eine neue Dauerausstellung zu inszenieren, wo Sie und andere Bürgerinnen und Bürger sich künftig über die Geschichte der Stadt auf einem technischen und kreativen Niveau informieren können, wie das bislang nicht möglich war. Wo auch Austausch und wirklich Dialog möglich ist. Ich akzeptiere,
dass Sie für sich sagen, Museum, für mich ist das nichts, ich bin lieber in der Sporthalle. Nee. Aber bitte akzeptieren Sie auch, dass die Stadt, dass es in der Stadt auch viele kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger gibt. Große Aufgabe, ich habe gesagt, welche Aufgaben liegen vor uns. Wir haben eine Reihe von kulturellen Einrichtungen, natürlich Staatstheater, das genannt wurde, aber auch die soziokulturellen Kulturetage, die Theater, die wir haben. Es wird in vielen darauf ankommen, diese zu unterstützen beim Generationswechsel, der ansteht. Das ist eine große Herausforderung, die wir auch als Stadt gerne eng mit begleiten wollen. Wir werden auch, das haben Sie jetzt so ein bisschen angesprochen, Solo-Selbstständige, Kreative, da haben wir, hat auch der Oberbürgermeister in den letzten Jahren ein bisschen dazugelernt, Stichwort Bauwerkhalle, da werden wir weiterhin auch Mittel zur Verfügung stellen, zum Beispiel für Projekte. Da gibt es einen Ansatz von, ich glaube, 40.000 Euro, den wir jetzt sozusagen ausloben jedes Jahr. Das hat sich sehr gut entwickelt, da bekommen wir immer mehr Angebote. Ein Signal für jüngere Künstlerinnen und Künstler auch zu sagen, wir machen Projekte hier in Oldenburg. Sicherlich, ich finde es übrigens ganz spannend, dass Sie das mit der Open-Air-Bühne nochmal aufgenommen haben. Ja, so eine Idee habe ich auch. Toll. Ganz konkret, wie wir in der Stadt, und da gibt es auch einen konkreten Ort, aber den möchte ich nicht verbrennen in den nächsten Wochen, weil es auch noch nicht ganz sicher ist. Ich möchte auch aus der Erfahrung von Corona heraus einen Ort schaffen, wo man in Oldenburg Kultur draußen erleben kann. Ich denke aber nicht an Tina Turner, ich denke eher an realistische Veranstaltungen, die wir alle gemeinsam besuchen können. Oder? Ich nenne mal so ein Stichwort, so wie wir es beim Theaterhafen ganz bezaubernd ja kennengelernt haben für Oldenburg. Und also von daher, es gibt eine ganze Menge Sachen, die noch im Anschlag sind. Ich muss aber jetzt auch, glaube ich, ein bisschen meine Mitbewerber hier respektieren. Und Fußballstadt als Eintracht-Fußballer, was sagen Sie dazu? Wie wollen Sie die Kultur wieder in Nach-Corona-Zeiten unterstützen, in Schwung bringen? Sie nimmt langsam Fahrt auf, aber da ist sicherlich noch ein bisschen Bedarf an Unterstützung. Ja, also diese Unterstützung, die geleistet wurde, jetzt auch vom gesamten Rat ja in großer Einigkeit, Strukturbrücke, das ist absolut sinnvoll und das macht auch Sinn, das im nächsten Jahr fortzuführen. Da stehe ich voll und ganz dahinter. Dieses Projekt des Stadtmuseums, wieder so ein Großprojekt. Ich kenne das Stadtmuseum und auch die Villen sehr gut. Ich habe selber als Unternehmer, als Verleger darüber publiziert. Und diese Villen sind ja fantastisch. Und ich bin sehr froh, dass wir die jetzt sanieren, dass die vernünftig zu nutzen sind. Leider war es eben in der Vergangenheit oft so, dass 10 Jahre und länger dasselbe da drin war. Da hatte man keinen Grund, nochmal hinzugehen. Dann sind also diese Räume nicht gut genutzt worden. Und das, was jetzt abgerissen wird, dieser Bauteil ist auch nicht gut genutzt worden. Da sind ja zwischen dem alten und neuen Eingang sogar Büroräume im Erdgeschoss. Und jetzt sagt man, wir brauchen einen großzügigen Eingang. Also da wäre ich in diesem Fall der Ansicht gewesen, ich rede jetzt so hypothetisch, zu sagen, lasst uns das, was wir da haben, besser machen. Lasst uns das besser nutzen, zum Beispiel die Villen und auch die Nutzung dieses Altbaus besser machen, aber nicht komplett Abriss und Neubau. Und da sehe ich auch durchaus ein gewisses Prestigedenken da drin, dass es dann so teuer wird und eben mindestens 9 Millionen Euro für die Stadt. Da hätte ich andere Prioritäten gesetzt, aber es ist jetzt so. Das ist auf dem Weg, okay, jetzt lasst uns das Beste daraus machen. Und das bin ich zuversichtlich, dass auch die neue Leitung des Stadtmuseums das auch tun wird, mit Leben füllen wird, wie ja jetzt in der Schließungszeit, die auch gute Ideen haben. Und ich will das unterstützen. Ich will das dadurch unterstützen, dass vor dem Stadtmuseum dieser Raum, den es dort nach gegenüber gibt, dass wir einen Teil dieses Raums, wo ja früher die alten Gärten auch der Villen waren, dass wir da Raum nutzen für das Stadtmuseum. Ich habe ja den Vorschlag gemacht, sogar um das Ganze, um den ganzen Weilring herum Raum anders zu nutzen. Und da kann das Museum selbst natürlich auch Gastronomie unterbringen, aber eben auch dort etwas für alle zeigen, dass man eben nicht rein muss, dass die dort mit Ausstellungen in den öffentlichen Raum reingehen und dadurch auch Menschen in Berührung bringen mit Themen, die das Stadtmuseum behandelt. Das kann in die Vergangenheit gehen, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Geschichte Oldenburgs, Flucht und Vertreibung nach dem Krieg, ein Thema, wo ich denke, wow, das sollen die aufbereiten oder in die Zukunft denken, zu sagen, wie wird unsere Stadt so klimagerecht, dass wir gerne drin leben. Das ist doch das Thema, der Ort, wo wir die besten Beispiele gerne sehen möchten. Und daneben ist immer noch viel Platz in diesen Räumen vorm Stadtmuseum, auch Richtung Pferdemarkt, wo dann diese Bühnen, von denen Sie sprechen, entstehen können. Am Staatstheater ist ja eine entstanden. In der Art kann ich mir noch viele vorstellen, wo dann auch wieder Künstler aus Oldenburg, kleine Selbstständige, sage ich mal, dort mit Theater und Musik ebenfalls etwas anbieten können. Herr Gartmann, nochmal Prestigeobjekt Stadtmuseum oder haben Sie noch ein bisschen, blicken Sie ein bisschen weiter auch auf kleinere, andere Kulturschaffende?
Naja, das Stadtmuseum ist ja nun auch schon entschieden und wird gebaut. Ich bin eher dafür, dass man über die Dinge spricht, die man zukünftig machen kann. Wir haben in der Tat, wie Herr Krogmann sagt, bei unseren freien Theatern einen Generationswechsel vor uns. Mit nahezu allen Theatermachern hier, mit denen ich gesprochen habe, bei denen war eigentlich unisono das Thema, wie schaffe ich es eigentlich, dass dieses schöne Theater, was wir aufgebaut haben, in Jahrzehnten weiterleben kann. Das heißt, wir haben ein gravierendes Nachwuchsproblem bei der darstellerischen Kunst, wenn man so sagen will. Und da muss die Stadt natürlich auch helfen und vielleicht aber auch selber nochmal initiativ werden. Also viele der Theatermacher, die hier heute in der Stadt reüssiert haben seit Jahrzehnten, sind ja gar keine Oldenburger, sondern sie sind nach Oldenburg gekommen, weil man ihnen angeboten hat, hier könnt ihr euch verwirklichen, hier könnt ihr euer Theater bauen, hier könnt ihr theaterschaffend tätig werden. Und diese Scout-Funktion, diese Suchfunktion müssen wir in Oldenburg wieder starten. Wir müssen uns einfach umschauen, was ist in Deutschland eigentlich an vielversprechenden Theaterprojekten, welche Menschen, die dort tätig sind, können wir nach Oldenburg holen. Denn es wird ja nicht ausgemacht sein, dass jedes freie Theater, was wir heute haben, tatsächlich es schafft, diesen Generationswechsel zu vollziehen. Das zweite Thema, was ich finde, ist, oder was ich sehe, ist, auch in Gesprächen mit so, ich sag mal, Off-Kulturschaffenden, also nicht den stationär gebundenen, sondern freien Kulturschaffenden. Viele von den Nachwuchskreativen haben in den letzten Jahren Oldenburg verlassen. Und zwar deshalb, weil sie hier in Oldenburg keine Räume gefunden haben, weil sie hier in Oldenburg keine Unterstützung gefunden haben, weil sie einfach sich alleingelassen gefühlt haben und woanders, in Bremen zum Beispiel, die Unterstützung viel größer war. Dann haben sie gesagt, ja gut, dann gehen wir eben dahin und machen da unsere Projekte. Und hier muss Oldenburg dringend nachbessern. Hier muss Oldenburg versuchen, wieder attraktiver zu werden für junge Kulturschaffende, Räume zur Verfügung zu stellen, Unterstützung zu bieten, damit wir auch hier eine interessante, spannende Subkultur bekommen, die dann auch wieder wachsen kann und sich etablieren kann. Das sind aus meiner Sicht so die beiden wichtigsten Themen. Das heißt, wir müssen den Generationswechsel bewerkstelligen und wir müssen den Nachwuchs stärken, den Nachwuchs fördern. Sie wollen was dazu sagen? Ja, mit Frau Gloger. Ich weiß noch, sie fragte mich hier, mein Gott, Herr Stille, wo sind Sie? Und Herr Stille ist nicht greifbar. Crossover. Ich würde also die EWE Baskets, die VfL, VfB-Fußballer, BTB-Handballer, die Kulturschaffenden, die Theaterleute, alle einmal im Monat zusammentrommeln. Die Top 50. Und dann machen wir Sozialprojekte. Wir kochen Kaffee im Altersheim. Wir machen mal Grünanlagen fit oder reinigen so einen Kanal, der von irgendwelchen Laubbläsern zugeblasen wurde. Das würde ich machen, weil dann treffen die sich mal. Die Handballer, die Fußballer, die Kulturschaffenden, die Theaterleute, die Hochkultur. Einmal im Monat, ich kenne das aus Nürnberg, da habe ich eine Ex-Frau, da wird das gemacht vom 1. FC Nürnberg. Das machen wir hier auch. Und der Oberbürgermeister geht einmal im Monat vorne ran. Ich hole die mit Fahrrad ab. Ja, guck mal, wenn ich es denn dann bin. Ne? Und dann fahren wir da gemeinsam von Ort zu Ort. Das machen wir jeden Monat. Ich fahre eh jeden Tag 6-7 Stunden Fahrrad. Das mache ich dann übrigens auch. Tag hat 24 Stunden. Und das ist meine Idee, die habe ich noch nie gehört. Ja. Ne? Dass mal alle zusammenkommen, Crossover hervor. Ne? Nicht nur Fahrrad fahren, wenn Sie ja, aber nicht nur Fahrrad fahren und mit dem Fahrrad ablichten lassen, wenn Wahlkampf ist, sondern das ganze Jahr. Weil niemand. Ich fahre übrigens jemals in der Stadt. Aber man hat sie nie getroffen. Wir fahren alle hier relativ viel. Wir fahren jetzt alle Fahrrad. Ich fahre 100 Kilometer am Tag, die anderen fahren im Jahr. Das stimmt. Ja. Immer gut. Aber die haben das Foto in der NWZ. Ja. Ja. Mein Fahrrad wurde immer weggeschnitten. Ne? Das hat jetzt 100.000 Kilometer in 3,5 Jahren. Aber ich glaube, ne, das steht der Ich weiß nicht. Sie kommen ja auch noch in die NWZ. Ja, aber morgen, das Foto müsste aber klappen jetzt. Wenn das nicht klappt, dann bin ich echt sauer. Also, aber ich sage ja nichts. So, ich hole mir noch ein Wasser. Gerade weil ich so diese Tatsachen, die jetzt geschaffen sind durch Beschlüsse, so der Motto, wir bauen das Stadtmuseum, wir bauen Flötenteich, wir haben alle Sachen schon in trockenen Tüchern. Also wenn meine Aufgabe so kommen sollte, dann würde ich mir diese Verträge angucken und steige lieber mit einer Million. Oh, das hatten wir schon mal 2006. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Nicht der Gedanke, dass ich das nicht habe. Mit ICE brauchen wir nicht. Ich werde kein ICE bauen. Nein, nein, darum geht es gar nicht. Aber hier werden Dinge geschaffen, wo ich weiß, dass die Folgekosten so immens sein werden, dass man sagt, wieder Planlosigkeit im Bereich Wirtschaften, eindeutig. Und der Generationswechsel wurde hier angesprochen. Ist Theater in der Form, wie es da ist, überhaupt noch sinnig für die nächsten Generationen? Wir reden ja auch nicht nur von Handball oder Fußball, sondern wir reden von E-Sports. Ganz andere Veranstaltungen, ganz andere Dimensionen, die uns, wo jeder sagt, oh, kann das überhaupt sein? Aber da laufen Dinge ab, da sind Hunderttausende von Leuten gleichzeitig irgendwo im Netz. Sind wir eigentlich noch auf dem realen Trip, um unsere Kinder da reinzukriegen? Ich habe einen 17-Jährigen, mit dem was von Horst Janssen erzählen würde, ganz einfach würde sagen, und sein Kumpel, interessiert die nichts, kein bisschen. Wir müssen mal den Wandel langsam einläuten und es auch mal lösen von so einer Begrifflichkeit, sondern sagen, Museum, Kultur, das gehört alles dazu.
aber müssen wir es in einer Form noch aufblähen, die man vielleicht gar nicht mehr braucht. Die anderen Städte wie München bauen keine neuen Museen. Die erhalten alles, was sie haben, aber die haben auch eine andere Besucherfrequenz. Hamburg, die haben ihre Museen, aber die haben auch jeden Tag 300.000 Leute, die reinkommen in die Stadt. Oldenburg, die Museen erweitern für Oldenburger. Der schlimmste Gedankengang überhaupt, weil da haben sie nachher gar keine Frequenz mehr von den Leuten, die hingehen. Das ist Fakt. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal im Schloss waren. Also ich möchte jetzt... Ich will da rein, ich war da noch nie. Ja, aber so als Beispiel. Da wird's aber Zeit. Meine Herren, ich weiß ja die Oldenburger Kulturszene, worauf sie sich einstellen muss mit Ihnen. Nee, eigentlich ganz gut. Ich mache mir keine Sorgen. Ich glaube, da wird ziemlich viel Bezug sein. Also mit Wertschätzung hat das nichts zu tun, was Sie da heute tun. Das hat nichts mit Wertschätzung. Das hat also was als mit Oberbürgermeister müssen Sie natürlich allen Bereichen auch zunächst mal offen gegenübertreten. Ja. Können nicht sagen, planlos ich übrigens auch der Verwaltung. Wenn Sie so über die Arbeit meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter urteilen. Die Verwaltung haben Sie jetzt erstmal ein Jahr in den Ruhestand versetzt, in Anführungsstrichen. Da können Sie jeden Bürger fragen, die haben alle so einen Hals. Die können alle weiterarbeiten, aber wenn ich als Chef oben sitze und sage meinen Mitarbeitern, boah, wir machen das nur noch so. Ist das fair? Nein, das ist nicht fair. Ist das fair? Nein, ich möchte das. Die Verwaltung ist top, ich kenne genug Leute, machen sich keine Sorgen. Die wollen auch gerne zusammen im Team arbeiten. Danke. Genau, hier steht der Oberbürgermeister, der ist zwar Chef der Verwaltung und einer von Ihnen wird künftig auch Chef der Verwaltung sein, bleiben oder werden, wie auch immer. Mit Blick auf die Uhr, ich habe hier noch einen ganzen Zettel voller Fragen. Wir nähern uns bald der 2-Stunden-Grenze und da wissen wir alle, dass das Sitzfleisch der Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt zwar vielleicht zu Hause sitzen, sicherlich auch dann irgendwann dünn wird. Eine Frage, die gar nicht an alle geht, sondern nur an drei aus der Runde. Von Nele Marie Lofute möchte ich gerne noch stellen, und zwar an Herrn Gartmann, an Herrn Vorhob und an Herrn Sander. Warum sind Sie nicht Mitglieder Ihrer Unterstützerpartei? Herr Sander wird von den Piraten unterstützt, Herr Gartmann wird von der CDU unterstützt, Herr Vorhob wird von den Grünen unterstützt. Warum sind Sie nicht jeweils Mitglied in der Partei? Also jetzt für meinen Teil war es ein einfacher Gang, weil die mich angesprochen hatten. Das ist auch schon ganz lange her, aus einem ganz lockeren Gespräch. Und ich wollte schon mal antreten zu der Zeit, wo Herr Krugmann gegen Herrn Bark letztendlich obsiegt hat. Da wollte die CDU aber keinen Parteilosen dann wieder reinnehmen. Und dann habe ich gesagt, das ist ein guter Weg, weil durch die Parteiabstimmung mit Hannover und so weiter können die sagen, wir stellen hier einen Oberbürgermeisterkandidaten auf. Und die ganz klare Aussage war auch von denen, eigentlich haben viele Parteien die Nase voll von dem, wie es im Moment läuft. Wir wollen eine andere Zukunft, wir wollen andere Typen. Wir wollen einfach mal jemanden haben, der einfach Basisarbeit macht und einfach auch frei rausredet. Ne? Also ich wäre bei den Grünen eingetreten, hätten Sie mich zum Kanzlerkandidaten gemacht, dann wäre ich Grüner geworden. Sie sind als Einzelbewerber in dieser Runde. Ja, Entschuldigung, ich bin nicht gefragt. Entschuldigung. Ja. Herr Gartmann, warum sind Sie kein CDU-Mitglied? Ja, natürlich teile ich einen Großteil meiner Werte mit der CDU. Ich sehe aber, wenn ich als Oberbürgermeister agiere, mich nicht als Vertreter primär einer Partei, sondern ich bin für die alle Oldenburgerinnen und Oldenburger zuständig. Das heißt also, ich sitze da nicht als CDU-Vertreter im Oberbürgermeisteramt im Rathaus, sondern ich sitze als Zuständiger für alle. Dann würde ich unabhängig antreten. Herr Stelle, bitte. Lassen Sie ihn ausreden. Für alle Oldenburgerinnen und Oldenburger und das ist der Grund. Herr Vorhaupt. Warum haben Sie noch kein grünes Parteibuch? Haben Sie überhaupt eins, ein rotes für die SPD? Ich habe kein Parteibuch. Die Grünen haben mich nominiert. Und hier in Oldenburg, die lokalen Themen, da müssen wir endlich den Klimaschutz konsequent durchführen. Das heißt, wir brauchen bessere Radwege und wir brauchen deutlich mehr Investitionen in die Sanierung von Gebäuden. Und deswegen passt das super gut, dass die Grünen mich nominiert haben. Da stehe ich auch zu. Nur ich persönlich werde das auf eine Art und Weise angehen, diesen Klimaschutz, dass es wirtschaftlich vernünftig gemacht wird. Ich bin langjähriger Unternehmer und dass es sozial gemacht wird, sodass also diese Stadt sozial und lebenswerter wird. Es gibt ganz, ganz gescheiterte Unternehmen. Deswegen bin ich nicht in einer Partei, sondern ich trete an, um Oberbürgermeister für alle Menschen in Oldenburg zu werden. Genau, wir wollen jetzt noch mal eine ganz schnelle Abschlussrunde machen, bevor wir uns verabschieden. Und jeder soll einmal sagen, warum er der beste Oberbürgermeister ist oder wäre. Da bin ich der Erste, weil ich mit 100.000 Menschen hier gesprochen habe. Und man kennt mich von hinten, man sagt, mein Gott, toll, du bist der Erste, der mit uns redet. Niemand hat Herrn Krugmann, auch von den Stadtangestellten, heute 200 getroffen. Niemand hat in den letzten 7 Jahren Herrn Krugmann gesprochen. Niemand hat Herrn Gartmann getroffen. Ich lasse Herrn Sander jetzt mal außen vor und Herrn Vorhaupt, tut mir leid.
Die halten mich alle für den Grünen. Also ich habe nochmal gesagt, ich bin es nicht, aber die glauben nicht, dass Sie der Grüne sind. Ich bin der Grüne scheinbar, weil so sind die früher angetreten. Ich sehe normalerweise aus wie Sie. Aber wie gesagt, ich bin der Mensch, der mit 100.000 Menschen hier in den letzten 10 Jahren gesprochen hat. Mit vielen 5, 6, 7, 8, 9 Mal, die sagen, mein Gott, wir haben schon, es gibt's auch. Die anderen wollen Nachschlag. Ich bin der einzige Bürgerpräsident hier, der Oberbürgermeister, der Bürger. Und es tut mir leid, Herr Krummer, vielleicht arbeiten Sie zu viel. Sie sollen sagen, warum Sie der Beste nicht, warum Herr Krummer. Weil ich für die Menschen, weil ich, Einsatz, Franz Müntefering war hier und sagte zu mir, wer die Menschen nicht liebt, sollte nie in die Politik gehen. Und da habe ich gesagt, dann mache ich das. Punkt. Herr Sander, warum sind Sie der beste Oberbürgermeister? Ja, ich glaube, weil ich wirtschaftliche, soziale Kompetenz habe, ein gutes Netzwerk, auch noch super Verbindungen zu jung und alt durch unsere Strukturen. Und ich glaube, ich nehme eine ganze Menge Dinge mit, die an mich herangetragen werden, auch jetzt schon. Und wo ich dann einfach sage, so, wir müssen mal wirklich gute Entscheidungen treffen. Und wirklich der Punkt ist, wirtschaftlich, sozial und ökologisch kann man locker miteinander verbinden. Man muss es nicht alles kompliziert machen, man muss es einfach nur mal auch wirklich angehen. Und ich habe das Gefühl, ja, dass ich einer von den Jungs bin, die das hier machen könnten, mit einer Schnelligkeit. Herr Gartmann. Ja, ich mache das. Ich glaube, dass ich der beste Kandidat bin, weil ich hochmotiviert bin. Ich liebe Oldenburg. Oldenburg ist meine Heimat geworden. Ich finde die Stadt großartig. Ich habe in vielen Gesprächen mit den Oldenburgerinnen und Oldenburgern mitbekommen, dass es hier unglaublich viele Ideen gibt, eine hohe Verbundenheit mit der Stadt, den Willen, sich einzusetzen, sich zu engagieren. Ich bin der Meinung, dass Oldenburg ein Riesenpotenzial hat und das muss nur noch gehoben und aktiviert werden. Ich bin in meiner Zeit als Geschäftsführer über 25 Jahre lang immer ein Teamplayer gewesen. Ich habe immer zugehört. Habe hingeschaut und habe dann gemeinsam mit dem Team die Probleme gelöst. Insofern bin ich sicher, dass ich auch hier mit der Verwaltung zusammen einen so ausgezeichneten Job machen kann für Oldenburg. Ich will, dass die Stadt vorankommt. Wie gesagt, ich bin hochmotiviert. Oldenburg soll sich super entwickeln. Oldenburg soll ein blühendes Gemeinwesen werden. Und ich glaube, dass ich dafür die besten Voraussetzungen mitbringe. Herr Vorhoff, genau. Dem Amtsinhaber gehört mal das letzte Wort. Ja, ich liebe Oldenburg. Und ich kenne die Städte in Deutschland, die sich hervorragend entwickelt haben. Und ich weiß genau, wie das in Deutschland oder auch mal in den Niederlanden, in Dänemark, wie das funktioniert. Ich bringe die Kompetenz mit, diese Entwicklung Oldenburgs vorwärts zu treiben, dass wir die nachhaltigste Stadt überhaupt werden, die Fahrradstadt überhaupt in Europa. Das kann ich anleiten. Weiß, wie es geht. Vertrauen Sie mir, wählen Sie mich. Und dann schauen wir uns das mal 5 Jahre an. Herr Krummer, die anderen haben erklärt, warum Sie es werden würden, ja. Können erklären, warum Sie der Beste bleiben sollen. Ich bin seit 2014 Oberbürgermeister der Stadt Oldenburg und ich glaube, ich habe gezeigt, dass ich dieses Amt beherrsche. Und es ist gerade durch die Diskussion heute auch deutlich geworden, dass sehr vieles auf den Weg gebracht wurde, was unterschiedliche Meinungen gibt. Das ist immer so in der Kommunalpolitik. Aber was ja gezeigt hat, dass ich imstande bin, Projekte nicht nur an Projekte zu glauben, sondern Projekte auch zu fassen und auch Mehrheiten dafür im Rat zu finden, dass ich das politische Geschäft an der Stelle auch beherrsche. Ich glaube, ich habe ein sehr gutes Netzwerk in Landes- und Bundespolitik. Das ist sehr wichtig für die Entwicklung Oldenburgs. Es gibt unheimlich viele Themen, die den Alltag des Oberbürgermeisters ausmachen, die hier gar nicht zur Sprache gekommen sind. Ich glaube, dass ich mir trotz der Arbeit in den 7 Jahren, die ja sehr intensiv ist, auch nicht immer konfliktfrei, trotzdem eine große Offenheit gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern bewahrt habe. Ich habe eine große Motivation, diese Arbeit fortzusetzen. Wir haben große Herausforderungen, die sind geschildert worden. Ich glaube aber, dass es jetzt wichtig ist in dieser Zeit, dass Oldenburg in guten Händen bleibt und dass wir diesen richtigen Weg fortsetzen, den wir haben. Wir haben an vielen Stellen Themen, um die wir uns kümmern müssen, weiter kümmern müssen oder auch neu kümmern müssen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, wenn man auf die Rahmendaten der Stadt schaut, wenn man auf die gesamte Entwicklung schaut, dann sind wir auf einem guten Weg und den sollten wir nicht verlassen. Ja, wer diese guten Hände sein werden, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das haben Sie dann in der Hand. Am 12. September gehen Sie auf jeden Fall bitte wählen. Wahrscheinlich bei 6 Kandidaten dürfte eine Stichwahl, 5 sind hier, wir haben aber 6 Kandidaten. Bei 6 Kandidaten ist eine Stichwahl nicht unwahrscheinlich, dann dürfen Sie dann am Tag der Bundestagswahl am 26. September die entscheidende Stimme abgeben. Auf jeden Fall gehen Sie bitte wählen, nutzen Sie auch vielleicht schon die Briefwahlmöglichkeiten, zumindest für die erste Runde. Ich bedanke mich bei den Teilnehmern hier in dieser Runde für die
angeregte Diskussion. Ich fand es wirklich nett. Es ist manchmal ein bisschen lauter und kontroverser geworden, fand ich, aber auch das fand ich sehr gut. Ja, Sie können auch sich diesen Stream jederzeit noch anschauen, nochmal auf unseren Kanälen MWZ Online, NordwestTV oder auf unserer Facebook-Seite. Ansonsten berichten wir natürlich auch im geschriebenen Wort damit oder im gedruckten Wort in der übermorgigen Ausgabe. Ich bin durch, danke den Teilnehmern, hat meine Kollegin noch. Nee, alles gut. Dann danke ich Ihnen und ja, wünsche noch weiter frohen Wahlkampf. Schönen Abend. Vielen Dank.